endlich wieder alle zusammen. Die Familie ist komplett und deshalb sprechen wir heute über die wirklich wichtigen. Da ist ein Fuß, da ist ein Finger. Irgendein Finger, da sitzt noch ein Anfang. Ich wollte schon sagen. Okay, wir legen los. Jesus. Was Daily in Vollbesetzung. Zweimal in Folge schon. Der verlorene Sohn. Der verlorene Sohn. Warum bin ich der verlorene Sohn? Ich weiß nicht, einer von euch war das letzte Mal nicht dabei. Der Sohn, der nicht gefunden werden will. Ja. Einer von euch. Du bist doch der, der immer unsichtbar wird. Ich bin weg. Papers. Ja, pum. Der puff, verschwindet. Puff. Hallo, Eddie. Hallo, Leute. Ja, na, ey, der Konstellation aber jetzt echt schon länger nicht. Zweimal jetzt, also mit dir. Naja, Folge. Halt letztes Mal. Und davor war ich nicht. Einmal war ich auch nicht. Ja, ja, und dann davor war Staffelpause. Mhm. Staffelpause. Mhm. Staffelpause waren einfach 2 Wochen keine Folge. Ja, wegen Osterferien halt, ne? Staffelpause. Aber das ist einfach bei jedem verlängerten Wochenende ist einfach Staffel zu Ende. Ja, ja. Also ist, herzlich willkommen zur Staffelpause. Muss instant an so ein Leichtathletik-Event denken, wie lustig das wäre, wenn beim Staffellauf einfach Staffelpause mittendrin so nicht weiter. Die jamaikanische Staffel läuft, will den Stab. Staffelpause. Alle verharren in der Position, in der ja. sie gerade sind. Genau, ja. Aber für eine Woche. Ja, aber sie haben noch die Force. Also sie ja, genau. Also sie bleiben, aber fliegen noch so ein Stück wie und klimpern dann so langsam, rollen sie dann so über den wie ein Magnet. Rasen. Ich habe neulich wirklich so ein Video von Staffellauf gesehen und mir nur gedacht, was für ein komischer Sport das ist, weil du, mir fällen wenig Sportarten ein, wo du so abhängig davon bist, dass dein Partner, mit dem du das machst, Eiskunstlauf, nicht Kacke baut. Fußball. Ja. Okay, Tennis. Es gibt vielleicht doch noch ein paar andere. Aber Köln. Halt in so einem, in so einer Mikrosekunde, ne? Ich stelle mir halt vor, wir vier wären eine Staffel, wir laufen 400 Meter, jeder 100 Meter. Staffellauf. Wir suchen uns 4 andere Influencer-Dödel. Der große Rocket Beans Staffellauf. Nein. Ja, aber nicht mit einem Stab, irgendwas Kompliziertes. Riesiger Lampe, eine riesige IKEA-Lampe oder so. Irgendwas, wo du nicht so leicht mit rennen kannst. Jede Runde wird der Gegenstand schwieriger. Ja, das wäre jetzt besser. Du musst ja auch nichts zusammenbauen. Eine Waschmaschine. Irgendwas Glitschiges, so ein Glitschiges. Ey, Entschuldigung, aber das ist doch eine gute Idee. Schnitt, Peaks-Meet-Event 2025. Kann man doch so ein Draht drehen? Also es gibt so 30 Gegenstände. Man muss nee, das macht Balancing, die Vergleichbarkeit. Das macht Balancing kaputt. Ja, okay, wobei, du kannst es machen, aber das kriegen dann alle. Ja, ja, okay, das ist was anderes. Ich glaube, also, wir haben unseren Sommer-Event. Guck mal, bei der Champions League ist es doch auch immer dieses feierliche Rausziehen, welche Paarungen hat man so. Dann könnte man das halt Runde 1... alles in Anzügen. Oh nein, wir haben den Fisch. Fisch und dann Feuerwerk und dann kommt der Fisch auf die Bühne, dann schüttelt man ihm die Hand. Stell dir mal vor, du hättest wirklich so einen Stab, aber der wäre aus Eis. Und der wird natürlich immer glitschiger und du rennst und schwitzt und es glitscht. Und dann musst du ihn immer mehr festhalten, genau. Und dann verlierst du ihn, musst zurücklaufen. Aber gleichzeitig, du musst auch noch wirklich eine gewisse Größe ins Ziel retten. Das heißt, wenn, genau, der schmilzt halt auch. Also je länger du, also du musst auch darauf achten, wie du ihn hältst. Weil wenn du ihn so hältst, schmilzt er schneller, als wenn du ihn so hältst. Ich mag die Idee immer mehr. Aber du warst gerade mitten in was ganz anderes. Ich habe auch nur überlegt, lustig wäre auch so, wenn du sowas wie so ein Rubik's Cube lösen müsstest, während der, also der, du kriegst den am Anfang, der erste kriegt ihn halt komplett unfertig. Tust so, als wenn man den lösen könnte, wenn man nicht läuft. Naja, es gibt Leute, die können das. Anwesend. Ja, aber du weißt, ich kann ihn nicht mal lösen, wenn ich. Na, aber du musst, dann bist du halt nicht der Letzte. Du musst ja eigentlich nur am warum letzten könnt ihr den Staffelrunner. Wer von euch könnte ihn jetzt noch lösen? Also ernsthaft. Das ist eine sehr ernste Frage. Jetzt kann ich dir sagen, keiner. Also du. Ich auch nicht. Ich krieg nämlich am Ende das letzte Ding nicht mehr hin. Ich war mal unter 2 Minuten. Das ihr beiden bräuchtet nicht weniger als eine Stunde, um wieder reinzukommen. Glaub ja, ich glaube, heutzutage schon noch eine Stunde. Hm? Heute noch eine Stunde. Das ist eine Folge von irgendwas. Es wird eine sehr lange Runde im Staffellauf. Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist bei diesem. Ich finde das gar keine so schlechte Idee. Beim Staffellauf wollte ich noch mal kurz sagen, dieser Moment der Übergabe, das muss ja mikroskopisch geplant sein. Ich kenne mich jetzt nicht aus, aber ich nehme mal an, dass da viel Trainingszeit reingeht, wie beim Football auch, wenn der Ball übergeben wird oder so. Wie hältst du die Hand? Wie muss der ihn kriegt, die Hand halten? Wie muss der gibt das geben, damit das. Weil ich stelle mir uns vier vor und der eine hält hier unten, der andere hält den Stab da oben und dann geht das erstmal so und dann lässt du ihn fallen oder du hältst ihn falsch und das ist ja, wir sind ja im Hundertstelbereich bei so einem Staffellauf, ne? Also der eine läuft dann, weiß ich nicht, 12 Sekunden, der andere 12,3 und ist damit der Schlechteste. Und dann denke ich mir, diese 0,3 Sekunden kannst du schon optimieren. Wie beim Boxenstopp in der Formel 1. Genau, wie beim Boxenstopp. Es muss jeder Handgriff, perfekt, Boxenstopp, muss 1:1 sitzen. Und dann stell dir vor, wie abhängig du bist von einem. Du hast dein ganzes Leben trainiert und dann gibt er dir diesen Stab und hält ihn
Das ist der Grund, warum du Tennis so magst. Komplett nur du selbst. Ja. Ja, Tennis ist ja auch ein, das ist ja ein Stab mit einem Netz dran. Eigentlich. Alles ist am Ende irgendwo ein Stab. Wenn man lang genug runterbricht. Ja, so, aber das ist so nie betrachtet, ehrlich gesagt. Ja, so auch viele Dramen und Videos dazu. Und das ist ja auch das, was den Sport am Ende auszeichnet. Die Triumphe und die Dramen. Meinst du jetzt Tennis oder Staffellauf? Nein, beim Staffellauf. Da gibt es wirklich Videos, wenn eine Staffel haushoch in Führung liegt und dann verkacken sie die Staffelübergabe und verlieren dann die Goldmedaille oder was auch immer. Das sind da riesen Dramen, die weinen dann auch und so. Die trainieren ihr Leben lang dafür. Und es gibt ja auch einige, das hast du ja eigentlich auch gerade schon richtig gesagt, weil die Unterschiede so klein sind, gibt ja einige, die können nur in der Staffel gewinnen. Das ist ja auch wie beim Tennis, wo man nur, manche können nur im Doppel gewinnen, weil es fürs Einzel nicht reicht. Und wenn du dann in der Staffel deine einzige Chance hast auf eine Goldmedaille und dann Ilse Verthoeven, die niederländische Kollegin von dir, lässt mit ihren glitschigen Schweißfingern. Du hast ja extra gesagt, sie soll nicht diese Creme immer benutzen. Exakt. Ne? Keine Butterbrezel keine vorne. Butterbrezel. Aber was ist, wenn, wenn Ilse diejenige ist, die hat auch ihr Leben lang trainiert und dann passiert dir das? Ja, aber die ist die Beste, die gewinnt im Einzel auch Gold. Der ist das nicht so wichtig. Die ist schnell, die kann nur nicht gut übergehen. Aber du bist nur der Viertbeste. Ja, okay. Wer von uns würde starten, wenn wir vier einen Staffellauf machen? Das ist der Moment, bevor wir diese Frage beantworten, müssen wir überlegen, weil ich mich nicht gut genug auskenne beim Staffellauf. Ich könnte mir vorstellen, dass der Erste der Schwächste ist, weil dann noch drei Leute die Möglichkeit haben zu korrigieren. Mhm. Weiß ich nicht, weil du hast diesen psychologischen Effekt. Also vielleicht ist es auch gut, den Schnellsten an Anfang zu stellen, damit die anderen sozusagen einen Vorsprung kriegen. Nee, der Schlussläufer ist immer der Schnellste. Ist das so? Ich glaube schon. Also ich würde auch sagen, ich würde den Ersten und den Letzten am schnellsten machen. Ja. Und in der Mitte so ein bisschen die unsicherer sind. Das klingt smart. Mhm. Also wäre ich der Letzte. Habe ich da jetzt so rausgehört? Also, um ehrlich zu sein, seien wir nochmal ehrlich. Du bist Mittelmaterial. Wir sind alle so langsam. Malcolm in the Middle. Lass uns das, also, das ist sehr unwürdig. Erstmal müssten wir das runterfahren von 4x100 Meter auf sowas wie 4x20 Meter, damit wir halbwegs aus der Nummer rauskommen können. Und dann seid, ich will euch nicht laufen sehen. Und ihr wollt mich auch niemand nicht laufen sehen. Niemand will uns laufen. Niemand will uns mehr laufen sehen. Schnaufen wollen wir. Aber wie machen wir es dann? Eine Staffel. So, dass wir einfach so viele Leute an der Strecke haben, dass wir einfach immer nur weitergeben. Ey, wie wär's denn? Aber nur so ein kleiner Kreis, wo man schnell kann. Aber das, wenn wie schnell kann man so einen Stock, Alter, stell mal vor, 400 Meter Ring. Aber und du hast nur Menschen, oder was? Nur Menschen. Nice. Wie so ein menschlicher Autoreifen, oder, keine Ahnung, so eine, wie so eine Lichterkette. Ja. Und dann musst du, dann geht's Start und dann musst du es weitergeben. Und welcher Stab wieder zuerst am Ziel ist, aber dann hast aber dann du noch mehr Leute. Ja, aber dann hast du 400 Staffelübergaben. Ja, dann bist du aber von 399 anderen abhängig. Wenn du es verkackst, sind 399 Leute, die alle deine Adresse und deine von dem Template haben zu sehen. Das ist eine sehr gute Idee. Pass auf, was ist, wenn du tatsächlich eine Kerze hast? Das heißt, du hast auch noch das Element, wenn du es zu schnell machst, ist es aus. Und alle 10 Personen hast du erst Feuer. Das heißt, dann musst du es zurückgeben, um es wieder anzuzünden. Mega nice. Wie ein Bonfire, wenn es ausgeht, musst du zum letzten Bonfire zurück. Aber ich fände es auch lustig, wenn man das so macht. Wir haben meinetwegen dann 400 Leute, jeder Meter eine Person, wir haben ja auch genug Mitarbeitende, kriegen wir irgendwie hin und dann spielen wir gegen Pizmeet oder so und die müssen aber laufen. Und dann wird geguckt, wer ist schneller, die, die den Stab so mit der Hand weitergeben oder die, die halt laufen, die ganze Strecke laufen. Und es wird so, am Anfang sind die Läufer natürlich sehr, sehr im Vorteil, aber je länger die Strecke ist, desto langsamer. Ja, machen wir einfach 10 Kilometer. Also so ein bisschen asynchrone Runden. Ne? Also das heißt, eine Runde ist man die Kette, die andere Runde rennt man. Und dann jeder muss beides machen. Wir können ja auch 2 Kilometer, der Kreis ist ja gleich, da müssen sie halt nur 5-mal rum. Nee, der Kreis ist 400 Meter. Ja, ja, klar. Ja. Aber deshalb sage ich ja, bei 2 Kilometern müssten die 5-mal rum. Ja, aber also du bräuchtest nur einmal Leute für. Aber dann, ja, ey, das ist mega geil. Aber lass uns erstmal skalieren, klein skalieren. Ich fände es tatsächlich auch sehr lustig, wenn der Kreis ernsthaft klein ist. Da hast du dieses, wir drehen es im Kreis auch noch mit drin, weil die wird ja schwindelig. Das heißt, es ist nicht 20 Meter, sondern es ist 2000 Meter. Runden aller 10 Meter. Ja, aber ich meine, überleg, das macht das schneller. Das heißt, wir müssen nicht 20 Meter oder 200 Meter oder 400 Meter im Kreis laufen, sondern wir haben so 10 oder 5 Meter. Ja, aber am Ende ist jedes Mal musst du die Staffel halt übergeben. Jedes Mal. Also es ist einfach. Ich habe einen Vorschlag. E-Roller. Alle haben E-Roller und es geht nur noch um die Übergabe. Wir machen es irgendwie so, dass die Übergabe der schwierigste Teil ist, dass man sich, wie du meinst, die ganze Zeit immer wieder übergibt mit diesen E-Rollern. Super, ist nicht gefährlich, aber sehr. Das ist schon nicht so einfach. Und du könntest sie alle auf eine Geschwindigkeit. Dann geht es wirklich nur noch um die Übergabe. Und ich weiß, wie wir die Übergabe noch schwerer machen können. Außen stehen Leute mit Gotcha-Pistolen. Oh ja. Also mit, wie heißt es, Paintball-Pistolen.
Für die Eintrittskarte kriegst du Schüsse. Dürfen noch ballern. Nee, finde ich nicht geil, weil das gibt. Nein, weil es gibt eine. Das ist wieder so ein Leistungs. Das ist unkontrollierbar. Mhm. Weil wer garantiert, dass die Leute von außen immer treffen, so ungefähr? Verstehst du, was ich meine? Das ja, ist, das also, ist ein random Faktor. In der Wertbarkeit, genau. Mhm. In der Wertbarkeit ist es blöd, weil das ist ein bisschen RNG. Ich finde das ich aber. Ich mag generell die Idee, dass von außen. Entertained sind. Die sollen da ja, auch dabei sein. Wettbewerb ist nur dann gut, wenn es auch fair ist und so, so wie in der vergleichbar, Bundesliga. Das stimmt schon, wie in der Bundesliga, wo jeder Meister werden kann. Ich finde es aber auch gut mit dem E-Roller, das gefällt mir viel besser, weil ich habe die ganze Zeit Angst gehabt, dass ich dann mich beim Übergeben übergeben muss. Weil wenn ich 100 Meter laufe und jetzt da bin ich mir ziemlich sicher, okay, da wird es beim Übergeben bleiben. Man könnte auch das Übergeben einfach nehmen, der eine muss kotzen, der andere hat eine Tüte dabei und dann muss das auch nee. Also, nee, kotzen ist ja, ich wollte du er hat doch damit angefangen. Ja, okay, aber du hast dieses Bild weiter aufgemacht. Ja, aber ich kann nichts dafür, dass mein Gehirn direkt versucht, wie kann man daraus eine Show machen. Aber so ein Orakel. Freund, ey, dann haben wir endlich meinen Freund Kotze als Show. Das große Übergeben, ja. Das große Übergeben. Das ist der Name für die Sendung. Wir haben den Namen. Und wie ihr wisst es, wenn wir den Namen haben, dann machen wir es. Dann machen wir das große Rocket Beans Übergeben. Und das, ja, das ist Subtitle Staffelende oder so. Das große Rocket Beans Übergeben. Mich erinnert das an eine, auch Pete's Meat und so, die hatten mal irgendwann so einen großen Event, da war ich als Gast und die hatten geplant, so Lanzenstechen zu machen, wie auf zu Joust früher, ja. Jousting, nur mit so E-Rollern, wo du dich nach vorne, also wie die von früher, ne, wo du dich so ein bisschen nach vorne beugen musst. Mhm. Und da haben sie schon bei den Proben, haben sie sich irgendwie beinahe das Bein gebrochen. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie sind sie übereinander drüber gefahren. Und dann haben sie entschieden, nee, wir spielen das Spiel. Ey, das, aber an sich fand ich die Idee geil, weil so irgendwie so Pferde zu E-Rollern. So, das ist einfach, du Pferde zu E-Rollern, alles mit Pferden, ja. Was es schon gab, nur halt mit E-Rollern. Und ja. Schon hast du ein komplett neues Kolosseum an Sportarten erfunden. Das ist jetzt, ja. Nee? Ach komm, ich sag's. Schöne Grüße an die Leute. Ich habe hier dieses Pizza Meat on Ice, habe ich mir nur in Anzügen angeguckt und so. Und ich, sagen wir so, ich hast glaube, wenn du das nackt anguckst. Dummer Gag einfach nur. Wir haben beide schon. Ist ein bisschen versucht, gemein jetzt. Ist ein bisschen gemein. Aber wenn man diese Streamer-Landschaft sieht zum Beispiel, ne, und wir nehmen jetzt mal diese Hoverboards einfach nur so, ne? Ich glaube, Bonjwa wäre einfach jetzt so als Beispiel. Ich glaube, die würden sowas sehr schnell physisch umsetzen können. So. Ich glaube aber, und dann wären aber auch schon wir da. Und ich weiß nicht, ob die Peets auf diesen Hoverboards, also ne, von wegen Lanzenstechen, ich stelle mir einfach nur die Frage, so, wer würde wer auch physisch. Wie würde das ausgehen? So, Monja hat ja die Bundesjugendspiele gemacht zum Beispiel. Hast du Pete Smith gerade irgendwie beleidigt? Ich habe auch nicht, frag mich die ganze Zeit. Deswegen habe ich kurz überlegt, ob ich sage oder nicht. Ja. Schöne Grüße, fühlt euch nicht angegriffen. Ich sag nur, ich habe das gesehen, was sie auf dem Eis gemacht haben und ich würde sagen, wir würden es besser. Ja, Moment, so. Hast du aber auch gesehen, was wir auf dem Eis gemacht haben? Ja, aber das war, also, ja, aber es ist noch, ja, aber es ist noch mal was anderes. Moment, das meine ich damit. Weil das also, sind ja wir. Sprich, ja, Moment, da würde ich mich nur, gerne exkludieren. Eddie, glaube ich, ist richtig nice auf dem Eis. Würde ich, ja, da würde ich mich nice auf dem Eis. Nice. Ihr beiden nicht, ihr seid eher Mittelmann. Material. N in Klammern. Du hast mich noch nie auf dem Eis gesehen. Weil ich deswegen. Ich bin ja extra rausgenommen worden, weil ich früher Eishockey gespielt habe. Deswegen durfte so, du wirklich, jetzt mal, ist mal real. Alter, ich bin in der Adendorfer Eishockey-Hochburg. Jetzt mal ehrlich, hast du wirklich, jetzt, kein, mal bitte keinen Scheiß jetzt bitte. Hast du Eishockey gespielt oder? Ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn du gut Schlittschuh laufen könntest, mhm. Dann hättest du es gemacht. Wir wüssten. Weil ich kenne dich. Wenn du was kannst, dann würdest du es auch zeigen. Wenn du es nicht kannst, dann würdest du es nicht machen. 100%. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, der Dude hat Geheimnisse von ja, irgendwie nee, nicht dann, zu wissen. Aber jetzt ist es schon zu spät, weil wenn wir es jetzt testen wollen, ja. Geht er vorher noch üben, nur um mich Unrecht zu prüfen. Nee, das ist Quatsch. Das wir nicht. Brauchen jetzt eine Eisfläche hier. Direkt eine Eisfläche und Schlittschuh für Nils, um es zu beweisen. Ich war tatsächlich beim Eishockey-Training. Yes! Ja, gut. Aber allerdings im Sommer und auf Beton. Und zwar, ich kann überhaupt nicht Schlittschuh laufen. Und ich bin auch gänzlich, was alle Gleichgewichtsübungen angeht, glaube ich, völlig unbegabt. Und bin auch immer beeindruckt, wie du als klumpiger Mensch wirklich sicher auf diesen Dingern gleitest. Nee, ich bin da wirklich schlecht drin. Aber und ich fand aber Eishockey so geil. Bei uns wirklich in dem Dorf, in dem ich groß geworden bin, Adendorf, da gab es nicht, obwohl da gibt es ehrlich gesagt eine Menge dafür, dass es so ein kleines Dorf ist. Da gibt es ein Schwimmbad, da gibt es eine Eishalle, da gibt es mittlerweile einen Golfplatz, Sportanlagen. Alter, ab nach Adendorf. So, ist wirklich so, dass es vor den Toren Lüneburgs, was vor den Toren Hamburgs ist. Also, und das wiederum ist das Tor zur Welt. Also Adendorf ist aber das. Bei Attack on Titan wären wir die Ersten. Exakt. Und, ich habe auch gerade an Attack on Titan gedacht. Und da gab es einen Eishockey-Verein, den gibt es immer noch, der heißt Andover EC, die spielen, weiß ich nicht, fünf, ist beim Eishockey da auch egal, weil die alle 3 Jahre insolvent sind und dann eh zwangsabsteigen. Ich weiß, also keine Ahnung, wie es im Eishockey mittlerweile ist. Früher war das immer so. Und das ganze Dorf war dann immer, also wirklich ein Drittel des Dorfes war in dieser Eishalle völlig überfüllt. Da passten offiziell 2000 Leute rein, da waren aber immer 2500 drin und es war aber geile Zeit. Und
alle meine Freunde haben Eishockey gespielt. Einer ist sogar hat es in die DL geschafft sogar. Nice. Und ich hatte auch Bock drauf, weil ich habe aber immer nur so auf der Straße gespielt mit einem Tennisball oder Trockenpuck, so Sommerpuck. Und den Schlägern, die wir den Spielern immer wir sind immer auf die Eisfläche rauf und haben die Spieler gebeten, uns die Schläger zu schenken, was sie erstaunlich oft gemacht haben. Deswegen hatte ich auch ein paar Schläger zu Hause. Es hat so Bock gemacht und dann habe ich mich irgendwann mal getraut mit meiner Soziophobie dahin zu gehen und zu sagen, ich will immer mittrainieren. Da habe ich einmal im Sommertraining mitgemacht und habe aber, habe ich gedacht, ich kann einfach nicht Eislaufen. Und das, was ich da investieren müsste, um das so gut zu lernen, dass ich mitspielen kann, da habe ich gedacht, ich bleib beim Fußball. Torwart, Alter. Ja, exakt, das war mein Plan. Ich hab ja, wirklich. Du bist Alter, geschützt. Eishockey, Torwart ist einfach mal das Krasseste, was es gibt, ey. Wenn da so ein Puck mit 200 Stundenkilometern auf deine Fresse zufliegt, da will ich euch mal sehen, ey. Ja, hast du das gemacht? Ich habe das, weißt du nicht mehr, das haben wir doch mal gemacht für irgendeinen Dreh im ersten Jahr. Stimmt, das Schlimmste ist, den ganzen Kram anzuziehen und dann hast du halt trotzdem noch Angst vor diesem Puck. Also es ist wirklich so, du siehst den einfach auf dich zukommen, aber du siehst gar nicht, wo der hinfliegt. Du bist ja gepolstert. Aber der Instinkt ist natürlich so zu machen. Du bist ja komplett gepolstert. Weißt du, wofür ich wesentlich mehr Respekt habe, sind Handballtorhüter. Ja, Mann. Weil Torhüter sind, die sind komplett, du bist überall geschützt. Aber wisst ihr was, ich habe ein Video gesehen, dass mittlerweile Baseball in einer Krise ist in Amerika, weil die haben mittlerweile die Pitcher, also die werfen, den Ball werfen, die sind mittlerweile haben die durch Technologien, durch Training und Analyse und so weiter, die können mittlerweile ihre Arme irgendwie so komisch biegen und so eine Geschwindigkeit beim Pitchen hinkriegen, dass irgendwie, die haben dann so einen Graph gezeigt in diesem Video, wie sich die Pitch-Geschwindigkeit entwickelt hat. Alter. Und mittlerweile ist die irgendwie bei im Schnitt 95 Meilen, also irgendwie 150 Kilometer, die den Baseball werfen aus. Keine Ahnung, was das sind, 15 Meter oder sowas. Das ist ja. Und dass es halt immer schwerer wird für die Hitter, den Ball zu treffen, weil die lernen das ja dann auch noch so, dass der irgendwie curved oder fast oder was auch immer. Mhm. Und das ist halt ultra krass. Und auch wenn stehst ja dann auch als Schläger beim Baseball, stehst ja so da. Und das Ding fliegt halt auf dich zu. Ne? Und es kann ja auch sein, dass das auf dich zufliegt, dann darfst du nicht schlagen, weil dann ist es ja ein Fehler vom Pitcher, aber dann musst du den, also dann wirft einer, so ein Baseball ist ja auch schwer, ne? Überleg mal, wirft mit 150 Stundenkilometern, das ist ein Tennisaufschlag, ein durchschnittlicher, pum, fliegt der da auf dich zu. Mit einem härteren Ball, ne? Mit einem harten Ball. Und du hast halt, klar, du hast einen Helm auf, aber das war es auch mehr oder weniger schon und das ist, kannst du es auch trotzdem noch ins Gesicht kriegen. Du kannst es ins Gesicht, kannst in die Eier, gut, die werden wahrscheinlich alle so ein Suspensorium tragen, aber trotzdem. Ja, aber da habe ich auch, machst du immer, wenn ich das sehe. Und es gibt ja auch regelmäßig Schlägereien, wenn jetzt einer, ob jetzt aus Versehen oder nicht, also den Wurf verkackt und der Ball auf den Spieler zufliegt, dann prügeln die sich, weil der dann sauer ist, dass er ihn abwerfen wollte. Ja, und das kann ich auch verstehen. Ja. Und die sagen jetzt, es gibt im Baseball eine Pitcher-Krise quasi, dass das Pitching den Sport kaputt macht und du eigentlich die Regeln neu anpassen musst, überlegen, ob du die weiter wegstellst oder sonst irgendwas. Dann musst du die kompletten Felder verändern. Ja, und das ist halt in Amerika, gibt es diese Sportart halt ne, seit 300 Jahren und ist halt, oder 200 Jahren, und ist halt so, also das ist so wie in Deutschland zu sagen, wir schaffen Abseits ab oder so, das ist nicht so leicht, ne? Aber die hatten das sogar noch schlimmer, weil du halt die tausenden Baseballfelder anpassen musst, weil du musst die ja alle verändern. Ja. Und es gibt, also ich keine Ahnung, also ob das, oder ob man die einfach auf dem bestehenden Feld 2 Meter nach hinten setzt oder so, weiß ich nicht, das wäre vielleicht, da kenne ich mich nicht gut mit aus, aber ich habe nie zu Baseball nie einen Zugang gehabt. Ich kann alle Sportarten so, kann ich mir angucken und irgendwas draus ziehen, aber Baseball hat mich nie gepackt. Baseball mal ein halbes Jahr, gab es ein Angebot bei uns im Tennisclub. Also ein Amerikaner, der hat dann so ein Kursangebot, hat gemeint, wenn genug Leute sich finden, haben sich so 20 Kids gemeldet und dann hatten wir so Baseball-Training, was bei mir schon, es war cool, das einzige Problem war, ich war Linkshänder, sodass jede Übung für mich scheiße war, wie immer. Und er hat mir dann irgendwo, es gab auch keinen Linkshänder-Handschuh, was halt scheiße ist, weil ich muss mit rechts fangen, weil ich ja mit dem starken Arm wirfst du. Mit dem schwachen Arm fängst du. Und ich hatte am Anfang nur einen linken Handschuh und musste mit rechts werfen. Und das sah halt aus wie Körperklaus. Ne? Also ich kam mit rechts, konnte ich halt gar nichts. Und dann war ich schon wieder so im Nachteil und so. Das ist eine Story of my life. Wie war das so mit den anderen 8-Jährigen? Wir waren ein bisschen älter. Ich glaube, wir waren 12 oder 13 oder so. Aber das war eigentlich ganz cool, weil und wir haben ja auch mal einen Dreh gemacht für Late Nights. Erinnerst du dich? Ja, klar. Geil. Da waren wir auch beim Baseball. Mhm. Und das war, glaube ich, ein Kommilitone damals von mir, der da geschult hat. Und ich finde das eigentlich geil,
wenn solche in Deutschland exotischen Sportarten so mit einem gewissen Ernst. Ja. Wir waren ja auch beim Lacrosse zum Beispiel. Da habe ich auch gar keinen Zugang zu. Ja, das ist glaube ich, so ein College-Ding, ne? Wo so. Lacrosse ist das mit diesem. Nicht Ricochet, wie halt, mit dieser Schaufel? Nee, du hast so ein Netz an dem Stab. Es ist wie, stell dir vor, der Auszubildende im Tennisschläger, in der Tennisschlägermanufaktur Neuss, kommt besoffen zu seinem ersten Ausbildungstag und der sagt, kannst du mal einen Tennisschläger bauen? Und er macht ihn halt einfach viel zu lang und das Netz viel zu schmal. Ah, jetzt weiß ich. Hängt auch komplett durch das Netz. Einfach komplett ruiniert und wird auch direkt entlassen. Ist ja noch Probezeit. Aber es entwickelt sich eine Sportart daraus. Genau. Aber was du meinst, du meinst vielleicht auch was anderes, aber ich musste gerade an diese, es gibt so einen Bud Spencer-Film, wo er auch diesen Sport spielt, wo sie diese lange Schaufel haben, wie die ultimative, dieses den gebogenen Ding. Fingernagel. Ja. So. Ja. Also, ihr kennt, wenn Frauen diese langen, da einfach jemand, komm, mach einfach die ganze Schaufel. Und dann eine Schaufel. Freitag und dann haben lass mich doch kurz den Satz wenigstens. Und das Krasse ist ja, dass du diesen Ball ja auch noch irgendwie mit dieser Schaufel auffangen musst. Das fand ich immer. Der Sport hat mich mega fasziniert, einfach nur in diesem Bud Spencer-Ding. Die haben so eine lange Halle und stehen sich dann so gegenüber. So wenden und schleudern das so ein bisschen Squash-mäßig. Also ich fand's total geil. Ich habe Squash mal gespielt, das hatten wir doch irgendwo hier, ist so ein kleiner Laden. Ja, Squash Point, ja. War nett. Ja. Wir haben Freitag hier Beans vs. Slaps and Beans gemacht. Also das Bud Spencer-Game ist das ist jetzt rausgekommen als zweiten Teil und es hat ganz viele Minispiele. Ist fantastisch. Da ist das wahrscheinlich dabei, oder? Und da ist das dabei, genau. Und das weißt du noch, wie das heißt? Jamalai. Oh, Ich habe neulich noch auf Instagram-Video dazu gesehen, aber ich konnte mir das auch nicht merken. Jamalai, irgendwie sowas. Ich habe es nicht mehr drauf, aber das hat sehr viel Spaß gemacht. Also das Minigame hat Spaß gemacht. Genau da haben wir genau darüber nämlich auch gesprochen und auch gerätselt, wie heißt es. Es stand im Spiel, aber niemand hat aufgepasst. Dieser Staffellauf, über den wir vorhin gesprochen haben, wenn man den kombiniert mit Baseball oder mit Jambalaya-Ball, dann wäre das doch eigentlich ganz cool, weil du könntest den Staffel werfen zu deinem Kumpel, wenn du gut im Werfen bist. Ja. Wenn er gut im Fangen ist, ne? Aber du kannst auch nah ranrennen. Aber du musst quasi nicht Handübergabe machen. Wir hatten in der Schule so ein Spiel, ich weiß nicht mehr, wie es ist. Ich glaube, wir haben es Gefängnisball genannt. Ich weiß nicht, ob das ein Name ist, der. So Brennball einfach? Geleuchtet. Es ist eine Mischung aus Baseball. Es gab so eine Festung, die wurde gebaut aus Matratzen irgendwie so. Und da waren dann die Gefangenen quasi drinne. Und dann gab es wie Baseball: du hattest einen, der dir zuwirft, einen Tennisball oder was. Dann musstest du den schlagen. Und bis der wieder zu. Ich glaube, der lag auf dem Boden, so einen Hula-Hoop-Reifen, wo du den reinlegen musstest. Und bis der in diesem Hula-Hoop-Reifen lag, durften die Leute aus dem Gefängnis ausbrechen. Okay. Und cool. Ich weiß nicht mehr genau, wie es dann weiterging, ob du alle rauskriegen musstest oder ob die sich irgendwo anstellen mussten oder so. Aber ich weiß, wir haben das zweimal oder so nur gemacht und ich habe das geliebt. Das war so lustig, weil es war so eine Mischung aus Baseball und Parkour. Das haben die in Gefängnissen ganz schnell aufgehört zu spielen. Das hat sich nicht bewährt. Bei Gefängnissen hat man irgendwann aufgehört. Die waren überfüllt. Brennball, aber das habe ich auch geliebt in der Schule. Brennball ist ja Baseball, du hast Stationen, also vier Ecken einfach und dann ballerst du es auch und dann im Sportunterricht hatten wir es halt auch. Eine Station waren einfach Seile. Das heißt, du musstest dann auch wirklich am Seil hängen. Und auch so lange, bis der nächste Spieler dann den Ball. Das ist eigentlich so eine coole Idee. Man könnte mit dieser ganzen Baseball oder irgendwas viel mehr machen. Haben wir ja hier auch schon tausendfach besprochen, irgendwie so, ne? Also Brennball und sowas. Genauso wie Water Wars. Ich habe mir nur gedacht, Staffellauf auf. Das ist ja quasi. Das ist ja auch nicht jetzt. Einer muss irgendwie was wegschlagen oder so, und bis die den Ball im Wasser wiederfinden, kann einer über den Parcours. Kennt ihr noch diese Sportart? Hattet ihr die auch in der Schule? Weil ich weiß, mein Sohn hatte das und deshalb weiß ich, das muss es also bundesländerübergreifend geben. So eine Schnur gespannt und dann musstest du so Bälle unter der Schnur durch und die mussten und die andere Seite hatte auch eine Schnur gespannt und du musstest irgendwie innerhalb einer gewissen Zeit alle Bälle auf die andere Seite. Die konnten sich auch gegenseitig, man konnte die auch weg, andere Bälle quasi wieder weg. Genau, du musstest irgendwie versuchen, ganz viele Bälle auf die andere Seite. Dann wird irgendwann gepfiffen und wer mehr Bälle auf seine Seite hat, Das ist auch so Holzvariante mit so kleinen Pucks, das habe ich schon gesehen. Das ist geil. Also ist auch so ein Tisch. In der Mitte hast du einfach eine Mauer und da sind da passen nur die Punks durch und dann schaust du einfach A gegen B und musst halt versuchen durch die 5 Öffnungen so viele Chips wie möglich auf die andere Seite zu schießen. Ey, man kann sich so viele geile Spiele. Wir haben als Kind uns auch immer eigene Spiele ausgedacht. Ich habe zum Beispiel ein Spiel gehabt bei meinen Eltern im Keller. Die haben so einen größeren Kellerraum, der immer unterschiedliche Nutzungen hatte. Und eine Zeit lang stand da auch eine Tischtennisplatte.
Und dann habe ich so groß, okay, geil. Ha? So groß darauf. Ja, ja. Und dann habe ich mit meinem Kumpel damals, mit dem Typ, der auch später in der DL gespielt hat, Tischtennis. Nee, wir haben uns auf den Boden gesetzt, jeweils also an die Wände. Und dann hatte ich so einen Flauschfußball. Also so aus so einem aus Leder, aber dann mit so einem komischen Baumwolle gefüllt oder so, ne? Und dann halt so, wisst ihr, was ich meine. Und dann haben wir uns immer hingesetzt und während man auf dem Po saß, quasi den Fuß auf den Boden lang gezogen und den Ball geschossen. Also der Ball lag auf dem Sitz, wie Sitzfußball. Und dann musste man immer, also dann unter der Tischtennisplatte durch, dann ist er auch nie so weggeflogen. Und dann musste man immer gegen die Wand schießen, bei dem und der andere musste im Sitzen den Ball fangen. Das hat so Bock gemacht, wir haben stundenlang gemacht. Mhm. Also man hat als Kind super viele Spiele einfach erfunden. Kennt ihr Nase? Nee, ne? Kennt ihr Nase? Nase war auch so ein Spiel. Da hat man sich, hast du viel draußen gespielt. Da hat man sich irgendwie hingestellt, also einen Kreis um dich, entweder wenn es im Sand war, mit einem Stock einen Kreis um dich rumgemacht oder mit Kreide, wenn es auf dem Asphalt war. Und dann musste man sich, ich glaube, es ging so, man hat jemanden mit einem Stock oder so abgeworfen und der durfte diesen Stock dann so wegtreten und da, wo der geflogen ist, durfte man sich dann so einen Korridor hinzeichnen. Und das war dann das Gebiet, was einem gehörte. Und die Idee war aber, dass du... Das eigentlich ganz cool, klingt. Ja, und dann musstest du, also das Gebiet wurde natürlich dann immer größer, und dann konntest du den Stock auf das Gebiet werfen. Und wenn der das nicht mehr verteidigen konnte, weil er den so aus der Luft getreten hat, dann wurde halt das Stück, was dieser Stock durchtrennt hat, das wurde ihm wieder weggenommen. Siehst du? Mhm. Kannst du mir folgen? Doch, total. Ihr kennt ja diese Videospiele, wo du ein Bild freilegen musst, indem du so kleine Kästchen und ähnliches rausmalst. Mhm. So Quicks. Ich weiß, ich kenne den Namen nicht, aber wie gesagt, du legst das Bild frei, indem du, und sind meistens erotische Bilder, in irgendwelchen europäischen Ländern, wo ich dann in der Spielhalle, jedenfalls, ja. Und du hast halt so einen kleinen Cursor, fährst damit so kleine Schnipsel immer so ab und dann werden die freigelegt und du hast, also so dachte ich mir das gerade. Du machst erst so ein großes Gebiet und dann nach und nach knappst du wieder Sachen von ab. Genau, mit dem Stock. Mit dem Stock. Genau, und dann muss er die wieder abgeben. Das, also ich mag die Idee sehr. Ey, wir sollten mal so ein Kinderspiele-Festival machen, wo wir einfach so Sachen uns. Das macht voll Bock. Nase finde ich schon so. Nase? Habt ihr Bock, Nase zu spielen? Ich hab nie auf Nase welche. Ja, weil dadurch, Verzeihung, wenn du also den Stock wegtrittst und du, dann kannst du aus deinem Gebiet. Ach so, ein Korridor, das sieht aus wie eine Nase. Okay, ja, klar. Ah, okay. So eine lange Comic-Nase. Aber das ist echt lustig, was es so. Oh, ich habe noch einen, Entschuldigung, Kantenball haben wir auch erfunden. Kantenball haben wir auch erfunden. Kantiger Ball oder? Nee, pass auf, Kantenball war auch super, hat voll Spaß gemacht. Und zwar bei uns an der Straße hast du ja dann die Fußgängerkante, ne? Also Straße, und dann kommt ja immer so Bordsteinkante. Eine Bordsteinkante, danke. Ja. Und dann haben wir uns gegenübergestellt und den Ball musste man dann immer auf die Ecke von dem Bordstein schmeißen. Ja, cool. Und dann kam der ja zurück. Und wenn du den getroffen hast, hast du einen Punkt bekommen und der Ball kam zu dir zurück. Genau auf die Ecke? Ja, das ist nice. Super schwer. Spaß. Nö, war gut geklappt. Ja. Das ist geil, das ist voll die guten Sachen. Also so gute Ideen. Hey, man ist ja lass mal mit auf Daily aufhören und rausgehen, ich will das spielen. Mhm. Ey, kennt ihr diese Friends-Folge, wo die sich den Ball zuwerfen? Ja, und ich auch. Die ist so lustig, die Friends-Folge, wo ich glaube, es fängt an zwischen Joey und Ross, glaube ich, die irgendwie in der Küche, der eine steht in der Küche, der andere da so im Wohnzimmer, dann wirft er ihm so einen Ball zu und er fängt ihn so, die reden einfach so weiter, wirft ihm so einen Ball zu. Und dann merken sie, dass es ihnen so Spaß macht, einfach nur den Ball zuzuwerfen und zu fangen. Und am Ende kommt dann so Chandler rein, kriegt den Ball gefangen. So, und am Ende ist es, glaube ich, sind sie, glaube ich, 2 Tage lang und keiner will aufhören. Und keiner, also es ist auf einmal hat sich so etabliert, so unausgesprochen, dass der Ball niemals gedroppt werden darf. Und sie kommen nicht mehr weg, sie haben Hunger und Durst, aber sie können auch nicht aus von ihren Positionen, weil sie sich den Ball wegwerfen, sind am Ende so fertig. Das fand ich echt so eine schöne Idee, weil es so zeigt, dass man. Man hat so niedere Instinkte. Mhm. Also zumindest, ich weiß, also. Spieltrieb halt. Ja, so ein Spieltrieb, wo du. Dir werft dann am Ball zu und es macht dir instant Bock. Du willst den fangen, ja. Du willst ihn zurückwerfen. Wir sind wie Hunde. Ey, die besten Spiele sind die, wo sich alle schnell auf die Regeln einigen können. Das ist es ja. Je komplexer es wird, desto geiler kann es vielleicht auch werden, aber desto, also, ne, so wie das Kante treffen ist eine sehr einfache Regel. Kann jeder nachvollziehen. Ja, ne? Ja. So wie das Bloodborne-Brettspiel. Hast du gespielt, ne? Haben wir gespielt. Warst du nicht auch dabei? Ich überlege gerade, ich weiß es gar nicht mehr genau. War das einfach oder kompliziert? Oder? Es war kompliziert. Sehr komplex. Ja. Das war ein bisschen wie HeroQuest. Ne? So naja, es war schon cool, aber es war schon so, dass man alle 2 Minuten nochmal fragen muss, so, was kann ich jetzt machen? Ich war im Urlaub und da konnte man sich so Brettspiele ausleihen. Auch so ganz, so Mensch, ärgere dich nicht und so ein Shit halt, aber auch modernere, so mit
anderen Würfeln und mehr Regeln. Aber da habe ich ein Spiel. Mehr Würfeln. Ja, gibt's halt. Aber ist egal. Also, man hat tatsächlich Spaß gemacht, war lustig. Mhm. Es war einfach wie, ja, wie ein DLC für alte Spiele, so halt, ne? Aber da habe ich auch ein Spiel gefunden, das kannte ich nicht, das heißt Conhex. Und Conhex ist so ein Strategiespiel und das ist, ey, das macht so Spaß. Also, es geht um Territorien, du spielst 1 gegen 1. Und du zum Beispiel müsstest von unten nach oben und ich müsste aber von rechts nach links oder von links nach rechts. Also du spielst so gegen die Achse und du musst einfach nur einen Weg finden von deiner Seite auf die andere Seite. Also du kannst überall auf dem Feld, kannst du so Territorien markieren und auch besetzen. Und das ist ultra geil, weil es ist sehr schnell, also es ist wie ein schnelles Schach, aber du hast keine Einzelfiguren. Wie Go, aber nochmal runter reduziert. Mega geil, Conhex. Also habe ich sehr viel Spaß mit gehabt. Wollte ich nur mal sagen, also könnt ihr mal, krieg das iPad nicht an, aber. Nee, ernsthaft, das war eines dieser Brettspiele seit langem, wo ich gedacht habe, fett. Also wirklich, das macht richtig Spaß. Welche Brettspiele könnte man noch in die Staffel? Fang den Hut oder so. Kennt ihr noch Fang den Hut? Wo man so mit so Plastikhütchen so über den anderen irgendwie. Aber was war denn dann? Du hast die Hüte aufeinander und. Ja, ich glaube, wenn du wie beim Mensch, du bist im Kreis gelaufen, ich krieg's auch nicht mehr so ganz. Wenn einer auf dem Feld stand und du die gewürfelt hast, dann hat er einen Hut gekriegt oder so. Du konntest aber auch Huckepack mitfahren. Das war das. Also du konntest es auch ausnutzen sozusagen. Ja, ich weiß es nicht. Genau, also du konntest mit dem anderen dann mitlaufen und konntest auch wieder von dem abspringen. Also auf jeden Fall ein Spiel, was man nicht in echt machen kann, ist Krokodok. Oder Happy Hippo. Kann man schon. Ja, einmal, ja. Aber was ist hier, kennt ihr noch Mancomania? Ja. Ja, das spielen wir alle, oder? Ja, das stimmt, aber das, wo man das Geld, das mochte ich immer, wo man das Geld verlieren muss, im Gegensatz zu, du hast am Anfang eine gewisse Summe und musst dann, und dann spielst du dieses Glücksspiel, ich glaube, da gab es in der Mitte auch so ein Drehrad, ne? Ja, so ein Drehrad, und wenn du gewonnen hast, hast du dich halt geärgert, weil du dann Kohle gekriegt hast. Du musstest also hoffen, dass, für dich fand ich eigentlich auch so eine ganz cool, die Idee. Aber es war natürlich so gespickt, dass du eher Geld gewonnen hast, als verloren hast, was komplette, das Gegenteil ist der Realität, sag ich mal. Also es hat einen falsch vorbereitet. Auf eine Welt, in der man ständig mit Geld zugeworfen wird. Und sich drüber ärgert. Ja. Hier, Krokodok, neulich bei Insta ist mir das in den Feed geploppt. Einfach zwei Dudes, die sitzen mit so komischen Nasendingern. Und da ist ein Faden dran. Und dann haben sie einen Eimer. Und dann haben sie ganz viele Golfbälle vorne. Und dann kommt ein anderer Dude, das sind zwei. Und die sitzen einfach mit so riesen Stöpseln in der Nase und haben Schiss. Und dann sie wählen aus, welcher Golfball, an jedem Golfball ist ein Faden dran, und dann kommt ein anderer und haut den Ball weg. Und jedes Mal haben die halt Schiss, dass es ihre Nase ist. Und die haben so Wachsfropfen wahrscheinlich in den Haaren oder so. Genau. Oh, das und das ist, aber vom Spiel, vom Game Design ist das Krokodok. Tatsächlich, weißt du? Ist auch eine gute Idee. Stimmt. Das habe ich gesehen, da haben die, glaube ich, sich Brusthaare oder irgend sowas. Ich hab's mit Nasen gesehen. Ja, es gibt doch auch dieses Video, das ist so lustig, Alter. Schade, das iPad ist nicht. Aber okay, da sind zwei Typen, beide haben eine Maske auf, also beide sehen nichts. Und es gibt drei, und die stehen da und die können sich schlagen. Also es gibt drei Höhen, Gesicht, Bauch und Genitalien. Und du musst halt, beide sind, und du machst immer, also du musst dich halt immer schützen. Du hast halt so einen Schutz und der andere muss immer schlagen. Du kannst aber natürlich zweimal ins Gesicht, dann kriegst du es ins Gesicht, dann entdeckst du dein Gesicht, dann haut er dir in die Eier. Und das ist ein Talk. Und das, so ungefähr. Und die stehen einfach nur da und es ist halt. Saulustig. Es ist so, ey, es klingt so simpel, aber es ist so lustig, weil du siehst halt immer den Typen, der sich versucht, irgendwie zu schützen. Und der andere, der weiß ja auch nicht, ob er trifft oder nicht. Ja, und gleichzeitig hast du da diese Komponente, dass du eigentlich versuchst, still zu sein, so, und es gibt auch eine Bestrafung. Und das Geile daran ist, die haben so einen Rhythmus. Es ist so, zwei, drei. Okay. Und dann gibt es noch die Weiterführung, kennst du die auch? Da, stimmt, da gibt, die sind in einem Raum. Ein Typ ist blind, ein Typ ist blind. Das ist super, deswegen freue ich mich gerade. Ein Typ ist blind und hat was zum Schlagen. Die anderen haben an ihren Füßen Gummienten geklebt, sodass die Geräusche von sich geben. Also okay, wenn die laufen, und er ist blind und er muss die Leute schlagen. Und wenn er einen schlägt, dann macht so und dann rennen die weg und dann schlägt er die immer mehr. Okay, so und die anderen laufen so ganz auf leise und dann macht plötzlich und dann haut er die. Das ist so lustig, wie die alle Schiss haben und mit ihren Gummienten am Fuß rum. Da habe ich, glaube ich, mal was in die Gruppe geschickt. Das war auch so eine Netflix-Japano-Videospiel, nicht Videospiel, aber so eine Minispielreihe wie das, was ihr gerade beschreibt. Und ich weiß nicht mehr, was ich euch geschickt habe, aber die haben so einen Running Gag, der in allen Varianten immer wieder gut ist. Was denn? Wolltest du gerade was sagen? Also, es wirkte so, als ob du den Namen nennen willst, weil ich weiß ihn nämlich nicht mehr. Jedenfalls haben die einfach
manchmal zwei, aber meistens mindestens einen großen Pott heißes Wasser auf dem Kopf, den sie balancieren auf so eine Art Helm. Nur halt ein umgedrehter Helm. Und dann, egal was du damit machst, wenn du dich haust, wenn du versuchst zu rangeln oder musst irgendwo hinrennen, du bewegst ja den Kopf, du kriegst die ganze Zeit diese heiße Scheiße auf die Schultern. Das heißt, die Leute versuchen irgendwas zu machen, kriegen die Strafe, rasten dann aus, kriegen dadurch noch mehr. Also es ist so einfach und so dumm. Und jedes Mal wieder muss ich mich kaputt lachen, wenn die dann versuchen, sich zu boxen. Und keiner auch nur Bock hat, irgendeine Erschütterung. Weil der boxt, kriegt's ja genauso ab. Oder schlimmer ist, du haust ihn und er macht den Kopf so, dass das Wasser dir so, was da schon Sachen passiert sind. Und es ist so simpel, es ist einfach nur, und sie zelebrieren es auch immer, dass sie so mit so einer extra großen, heißen Teekanne so wirklich kochend heißes Wasser eingießen. Und wie gesagt, es ist ein bisschen Quälerei, aber die wollen es ja alle. Ein bisschen Quälerei. Ja, aber sie verbrühen sich halt ein bisschen. Das ist ja auch mit was anderem machen. Ja, aber das Schöne ist schon, du merkst, sobald auch nur die Tropfen kommen, die rasten. Du kennst das ja, du kannst gar nicht anders als zusammenzucken. Und durch das Zusammenzucken geht's ja erst richtig los. Also, es ist so gemein. Aber es waren auch vier Leute, die halt das gespielt haben, die haben sich die ganze Zeit kaputt gelacht und sind dann in den Ring gestiegen. Wir hätten da auch so viel Spaß. Ich würde sowas, muss ja nicht mit dem heißen Wasser sein, aber so diese Takeshis Castle-Dinger, wie lange wollen wir die schon machen? Ja. Wir müssen das mal irgendwann machen. Hier hast du auch getwittert irgendwie, Conan O'Brien, Hot Takes oder Hot Ones. Mhm. Hot Ones ist so gut. Oh Gott, ist das hart. Ja, das war auf jeden Fall auch ein sehr schönes. Ne? Hart, vor allem auch mit ihm natürlich, aber. Oh, wie er die ableckt, ey. Wie er aus den Flaschen trinkt, ey. Oh Gott, ey. Das ist wirklich unangenehm. Er zieht halt so knallhart durch, weil er halt am Ende sitzt er ja so da und sagt so, I feel nothing. Und dann nimmt er diese schärfste Soße. Es und reibt sich damit ein und ist so, give me something. Und du merkst richtig, wie der sich in so einen Wahn bringt. Es ist wirklich hart. Es ist auch bis zum Ende geil. Also der wurde doch behandelt danach. Nein, also, der hat einen Fake-Arzt da. Der war sehr lustig. Der hat einen Fake-Arzt reingeholt, gesagt, okay, check mein Fieber und so. Aber das war alles Quatsch. Also, aber waren die Soßen auch Quatsch dann? Nein, die Soßen waren echt. Also der Arzt hat immer einen neuen Spruch gebracht, er meinte, he's not a good doctor, but an affordable zum Beispiel, hat er gesagt. Und das ist wirklich. Ja, aber ich glaube, die Soßen sind schon echt. Ich glaube, nur entweder hat er es einfach gut gespielt, dass es ihm egal ist, oder er hat sich vorher so quasi. Ich habe auch so ein Soßenpack gekauft, so mit so drei krassen Soßen. Mhm. Und ich dachte, ich mag scharf, ich kenne scharf, aber ey, zwei von denen sind quasi unessbar. Also die sind so scharf, dass so ein Spratzer reicht und dann schmeckt alles nur noch schlimm. Guck mal, ich habe das gefunden. Oh, ja. Haben wir Ton? Oh, guck, das sieht ja schon, das ist super. Ich liebe... Ey, können wir das bitte einfach als nächstes spielen? Ich finde, die Idee ist einfach so scheiße. Es gibt ja auch so viele von diesen Sachen, wo man einfach nur Spaß hat, zusammen in einem abgetrennten Bereich wie früher, fertig. Nach neun allein auf die Idee zu kommen, sich so Gummihühner auf die Füße Boah, was will ich das machen? Es gibt noch so ein anderes, da haben alle Masken auf, aber die haben vorne so eine Art... Ah, hier ist das andere, ganz kurz, sorry. Hier ist das ja, mit dem... Ja, super, ja. Für Podcast-Hörer... Ja, das will wie beschrieben. Ich würde einfach immer dreimal in die Eier hauen. Schritt, Bauch oder Kopf? Dreimal auf den Kopf. Es ist fantastisch, es ist genial. Ja, ist so, okay. Ja. Das soll erstmal reichen, aber das sind so echt so kleine, dumme Spiele, die irgendwie. Aber ich habe gerade überlegt, wie man das Podcast-Leuten. Ja, wir haben es ja schon erklärt. Haben die, einfach, die Leute kennen es auch. Ja, das ich wird auch. Früher oder später landet das in einer Timeline. Ist auch noch nicht, ist jetzt nicht neu so, aber deswegen ist es immer gut. Und ich liebe einfach genau die, wo man halt still sein muss. Also die ganzen alten Formate, auch auf MTV damals noch so in Library. Ja, die waren echt immer. Es ist lustig, immer lustig, wenn du jemanden aus dem Off dieses. Also dieses unterdrückte Lachen.
finde ich immer sehr lustig, muss ich sagen. Hatten die da nicht auch diese Slapping-Machine oder ist das woanders? Weil irgendwo gab es auch so eine Slapping-Machine, die endlos durchlief und dann so pam, pam, pam. Oh, ich weiß es nicht mehr, aber so als Strafe war das auch. Auch wieder die Japaner haben das, glaube ich, geprägt, dieses Stillsein. Und dann ist es ins Amerikanische und da, ich habe vergessen, wie es heißt, Library-Shit irgendwie. Ja, aber also wirklich, da man kennt das, war so ein Trend, der dann dabei. So, genau. Ist auch schon alt. Ah, herrlich. Ach ja, aber das ist echt so, ich finde was da faszinierend dran, dass das so mit so leicht, also das sind ja Sachen, die könnte theoretisch jeder, ne? Also gut, Gummiente kann man jetzt überschreiben, aber. Aber warum machen wir das dann nicht? Machen wir das doch mal mit den Gummienten. Hier in dem Raum ist doch voll machbar. Ey, ich plädiere dafür für mehr Formate und weniger Labern. Das mehr Gummienten, das ist. Weniger Talking Head Formate, sagte er und machte Almost Daily mit. Wir also, brauchen so eine Spaßkammer, so ein Experimentierraum, wo man. Nur solche Sachen. So, ich hab, wo einer kommt und sagt, ich habe eine neue Idee, stellt euch mal alle in den Raum. Wir zünden uns jetzt an oder so. Gucken mal, was passiert. Wir zünden uns jetzt an. Ja, keine Ahnung. Irgendwas holen. Sommer hätten wir ja wenigstens die Straße, ne? Können wir halt sperren. Wir müssen das ja auch nicht selber machen. Ich meine, wir haben so viele Leute mittlerweile. Das Tolle ist ja. Ich will das doch machen. Viele Sachen. Ja, du hast auch so eine leichte Freude an Schmerz. Ach, als ob aber, du das mit dem Slappen nicht auch machen ja, wollen das, würdest. Ja, das stimmt. Aber guck mal, wir sind ja auch alt und wir haben Angst. Je älter man wird, desto ängstlicher wird man auch. Man könnte ja hinfallen und so. Aber wir müssen ja im Zweifel, können wir uns ja auch einfach Sachen ausdenken und das von anderen Leuten spielen lassen. Also ich sehe gar kein Problem jetzt zu sagen, pass auf, das ist ein Walle, da ist ein Michael Krogmann, eine Janina. Also ich bin auf jeden Fall auch dabei. So, ich will auf jeden Fall auch zuschlagen. Ich will slappen, Alter. Ja, oder wir sind die Einzigen, die slappen. Das ist vielleicht gut. Man muss ja auch jemand slappen. Ja. Nee? Deswegen... Also wegen der Position. Ist vom Humor her auf jeden Fall Slapstick, muss man dazu sagen. Katatisch. Slapstick. Kommt das vielleicht daher? Slapstick, das Wort? Schlagstock eigentlich, oder? Slapstick? Ja. Also du mal, also ich dachte immer, weil man so Schenkelklopfer-Humor ist das so, dachte aber, ich. Aber wo ist der auch nicht? Nee. Wo ist der Stick? Slapstick? Ja. Vielleicht hatten die früher nur Stöcke als Beine, weil die nicht so viel oder McDonald's gegessen haben. Das? Mhm. Oder die meinen die Sticks der Drums wegen dieser Drumroll? Ja, so Rohrstock von Lehrern, wenn die dann einen geschlagen haben, dann haben die anderen alle gelacht. Ich glaube auch eher, dass es was damit zu tun hat, dass du Schmerzen gekriegt hast per Schlag. Schadenfreude. Schadenfreude. Slapstick ist wahrscheinlich die Übersetzung für Schadenfreude, weil Slapstick-Filme sind ja auch so Filme, wo einer, weiß ich nicht, eine Torte ins Gesicht kriegt oder irgendwo runterfällt oder so. Das ist ja so Slapstick-Humor. Komisch, dass Schadenfreude. Schadenfreudenhumor. Schadenfreude hat sich ja durchgesetzt international als Wort. Mhm. Weil scheinbar kein Wort dafür, weil wir die Einzigen sind, die lachen, wenn jemand fällt. Also wir sind offensichtlich weltweit die Einzigen, die sagen, haha, und deswegen ein Wort weiß dafür haben. Weiß ich nicht. Naja, erklär es mir, warum sonst niemand ein Wort dafür hat. Aber ich weiß nicht, gibt es im Japanischen nicht bestimmt auch irgendein krasses Wort, was doch diesen meint? Haha, Jutsu. Zum Beispiel, I don't know, aber ich kann mir vorstellen, wir haben gerade Beispiele davon gesehen und ich glaube, ja. die japanische Kultur hat irgendetwas in diese Richtung, was Schadenfreude für uns bedeutet. Hundertprozentig. Jeder sieht gerne, wie andere nicht verletzt werden, aber quasi, wie nennt man das? Das ist ja nicht wirklich ein Verletzen. Scheitern? Nein, aber dieses Slappen mit diesem langen gelben Stab oder was das da war, dieser Slapstick, das ist doch, das tut ja nicht weh. Aber wir lachen uns kaputt. Aber wenn das jetzt ein Messer wäre, würde hier keiner Spaß haben. Wenn es auch nur, wenn es ein Föhn wäre und dann so kurz mal heiße Luft oder so ein Spritzer Wasser, das wäre zu wenig. Der Slapstick muss genau in der richtigen Dosierung erfolgen. Es muss ein bisschen ziehen und man muss lachen dürfen. Man muss nicht das Gefühl haben, ich bin ein schlechter Mensch, wenn ich darüber lache. In einer Utopie gibt es keine Waffengewalt mehr, aber alle haben Schwimmnudeln und hauen sich damit die Köpfe. Schwimmnudeln? Auf. Ja. Die Schwimmnudel ist absolut unterschätzt. Es gibt auch wirklich viele Leute, die haben auch so richtig krasse Schwimmnudeln. Aber es sind immer noch Schwimmnudeln. Das sind die Schlimmnudeln. Alter, ich geh aufs Klo. Wirklich, ey. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Ich kenne das. Ich habe heute auch schon wieder so viel. So, Jungs, getrunken. Ey, jetzt wo Simon weg ist, ne? Ja, was denn? Kennt ihr das, wenn ihr so mit euren Kids so ein bisschen Kämpfchen macht? Und ich mache manchmal so Wrestling-Moves. Und das macht mir richtig Bock, wenn ich dann, weil die so leicht sind. Und ich den Kleinen so hochhebe und so aufs Bett, pum. Kennt ihr das? Und du denkst dir einfach nur so, ja, Mann. Ja, sehr. Also ist das. Nee. Okay. Ist nachvollziehbar. Aber was machst du für, also kannst du die ganzen geilen Moves? Ja, ich muss natürlich aufpassen. Ich habe auch schon mal so einen Atomic Drop gemacht. Mhm. Muss mal vorsichtig sein. Ich muss erklären, ich weiß nicht.
Atomic Drop? Piledriver ist doch, dass er auf dem Knie landet, ne? Ja, ich glaube ja. Er? Er landet auf dem Kopf. Mhm. Nee, der Move. Das ist Piledriver. Also zwischen Piledriver den Piledriver ist der Kopf nach unten. Okay, dann ist das, okay, das ist der vom anderen Teil. Piledriver ist so, Tombstone ist nach vorne. So rum. Aber zum Beispiel der, wie ist der von Brad Hitman Hart, der Finisher? Trigger for Leglock. Nee, der Sharpshooter. Der Sharpshooter, ja, okay, das war, ja, stimmt, das war der Sharpshooter und der andere, der Leglock war von Ric Flair oder whatever, ja, keine Ahnung. Nee, der Sharpshooter, wo du die Beine so überkreuzt nimmst, dann dich so hinten so draufsetzt und dann ziehst. Mhm. Die wirken übrigens alle. Ich habe das, als ich meine Wrestling-Phase hatte mit 12 und mein guter Kumpel auch, die haben die alle ausprobiert, die funktionieren. Also auch der Sharpshooter. Das ist eine unangenehme Position. Ist nicht so, man denkt ja immer, okay, natürlich ist es für Show und die müssen sich irgendwas ausdenken. Aber die funktionieren. Ich habe mit meinen Kindern nie gewrestelt, aber ich werfe die gerne. Ist auch Wrestling. Ja, aber im Schwimmbad, da kannst du die anders werfen. Das mache ich schon gerne. Und ich meine, ich habe das erste Mal, als ich die Kleine geworfen habe, hat Spaß gemacht. Die hat das ja immer gesehen, weil ich die Großen auch immer geworfen habe. Dann wollte sie auch mal. Also das war dann in dem, wo sie dann auch mal wollte. Und dann habe ich sie erstmal ne, so rangetastet, erstmal so ein bisschen geworfen. So was rantasten? Rein geworfen. Da. Pamit. Habe ich sie einmal, dann wollte sie mehr und dann habe ich sie Dollar geworfen. Ich habe auch mal den einen habe ich auch mal leider so geworfen, dass er halt einfach wirklich weit geflogen ist. War ich ein bisschen stolz drauf, aber halt auch aber voll ins Becken. Voll Rücken. So. Aus dem ja, Becken. Genau. Ja. Aus dem Becken raus. Aber habt ihr nicht so eine Kissenschlacht gemacht und schon mal mit dem Kissen eurem Kind schon mal so richtig in die Fresse geschlagen, dass Nein. es so richtig wegkippt? Nein. Nein? Bin ich jetzt ein schlechter Mensch, wenn ich das auch nicht gemacht habe. Aber was mit so einer Bettnudel, so komm her und dann pam! Und dann knallt er so richtig hin? Nein? Nee. Ich auch nicht. Ich hab's noch nicht gemacht. Ziehst du ihn dann manchmal auch irgendwie an, also dass der so deine alten Klamotten an hat oder sowas? Oder, also irgendwie, das ist so. Das ist eine unangenehme Frage. Ist da irgendwas? Was ist das denn? Naja, ich überlege gerade, wie ich das psychologisch herleiten soll. Ob da irgendwas ist. Hä? Ist das ganz normal? Man muss kämpfen. Ja. Aber das war früher mega geil. Ein ordentliches Kissen mit meinen Schwestern und so, haben wir permanent irgendwelche. Ja. Es gibt kein schöneres Gefühl als Kind, wenn du so ein richtig flauschiges, dickes Kissen mit Wucht ins Gesicht kriegst. Weil es tut nicht weh, aber die Wucht. Mhm. Es ist wie prügeln, ohne dass es weh tut. So. Und du willst nichts mehr als dich prügeln als Kind. Aber eben nicht. Kann man nicht wieder neue Sportart Kissenboxen? Statt der Handschuhe hat man aber fest so riesige Kissen an den Händen. Mega schwer und die Kissen. Schwerer, sie zu heben. Ja, ja. Und dann gibt es aber auch so in der Ringecke und so, sitzt man und lässt so die Hände so, die Kissen hängen dann so am Ringboden. Ich hab das schon mal erzählt, aber meine Philo-Lehrerin damals, wir haben eine Exkursion zu einer Burg gemacht und die wurde irgendwann gestürmt. Ich weiß nicht mehr, wann. Während ihr da wart? Nein. Ach Mann. Aber pass auf, wir haben das hat voll Spaß gemacht. Jeder sollte einen Jutebeutel mitnehmen. Jutebeutel. Also, ne, und jeder hatte auch einen Jutebeutel dabei und dann haben wir alle unsere Jacken da reingetan und dann sollten wir die Erstürmung nachspielen. Ah, cool. Und das ist die Lehrerin, die mich auch dann zur Philosophie gebracht hat, weil die einfach fucking geil den Scheißunterricht gemacht hat. Der eine war so ein Punker mit so einer Lederjacke, mit so diesen Metall mit Spikes. Nee, aber ey, kein Scheiß. Und sie hat ja auch mitgemacht. Das heißt, wir haben wirklich einfach, da waren wir schon Oberstufe und haben uns einfach geprügelt. Also mit diesen Jute-Dingern. Das hat mega Spaß gemacht. Bis einer gewinnen will, Backsteine einer weint. Mhm. Ja, okay, aber das, aber ne, so von wegen Balgen und sowas, ja. Mhm. Bei mir ist es also so richtig physisch Balgen nicht bei uns zu Hause irgendwie. Ich hätte tatsächlich ein bisschen Bock drauf. Bei uns war es aber hier Schwertkampf. Also das ist dann auch ein bisschen nervig irgendwie, weil wieso? Ja, weil der Große schon der nervt schon. Schon ein bisschen mit seinem blöden Stock und was der so. Weil ja, aber das, jeder Stock ist ein Schwert. Ja, ist ja gut. Aber er übt halt mit seinen Freunden und das heißt, wenn ich dann auch mal dran bin sozusagen, dann merke ich, dass er geübt hat. Es ist ein bisschen, es ist schon so ein bisschen so, ja. Da musst du mit Kraft gegenhalten. So fest gegen den Stock schlagen. Ja, das ist immer noch mein Plus, ja. Oder Taschensand. Irgendwas muss ihn einfach drauf vorbereiten, ja, einfach dass die Welt nicht fair ist. Taschensand finde ich allein schon so ein. Muss man immer dabei haben. Aber da gibt es doch so Handschuhe, ne? Quarzsand. Habe ich. Die Handschuhe mit Quarzsand. Was? Aber ja, die sind verboten, glaube ich. Nein, die sind nicht. Für Leute, die sich gerne prügeln. Und sich dabei nicht die Hände ruinieren wollen. Ich habe Quarzhandschuhe zu Hause. Aber ist auch, glaube ich, ist doch total sinnvoll auch, oder? Weil du dir normalerweise immer weh tut. Die meisten brechen sich ja dabei auch. Das ist aber nicht nur zur Sicherheit, sondern das ist natürlich, weil du Gewicht quasi drauf hast. Ja, ja. Es gibt ja auch den klassischen Straßentrick mit dem Feuerzeug. Ja. Feuerzeug in der Hand. Kennt ihr? Ich? Jeder Taxifahrer hat immer ein Feuerzeug in der Hand.
Immer beim Fangen. Also immer permanent. Alle? Nee, deswegen fahren die auch mit zwei Fäusten. Wie, aber warte mal, das ist in der Handfläche das Feuerzeug, ja, oder wie? In der Handfläche. Ich bin zum einen, dass die Hand nicht funktioniert. Ja, natürlich. Und dann? Zum einen, dass die Hand nicht bricht, weil du nicht ganz so weit einklicken kannst. Und zum anderen hast du ein bisschen mehr Gewicht in der Faust. Wenn du mehr Gewicht in der Faust hast, ist auch nicht. So ein stinknormales Plastik, Einwegfeuerzeug. Ja. Also ich habe noch nie einen Taxifahrer gesehen. Muss auch aufpassen, kann sein, dass das, wenn du zu fest stehst, kann auch sein, dass es in der Hand explodiert. Ich wollte gerade sagen, aber wie geil wäre das denn? Stell dir mal vor, du schlägst jemanden, die Leute dann denken, explodiert die Hand und die denken, what the fist of the Norster. Ja, aber das Dumme ist halt, dass deine Finger ja auch ja, aber in alle Richtungen fliegen. Dein Ruf danach. Der Ruf, der hat so viel Scout, dass deine eigenen Sie nennen ihn Cab Driver of the Flaming Fist. Flaming Fist. Ich habe es in den Kommentaren gelesen. Letzte Woche haben wir scheinbar bei diesem YouTube-Video von diesem Mantis Crab haben wir genau in dem Moment weggeschaltet, als er gerade, als gerade passiert. Ja, so wir haben exakt in diesem Moment aufgehört zu gucken. Ja, also. Kapam! Aber auf jeden Fall ist halt klar, wenn du mehr Gewicht hast, dann hast du mehr Power. Und durch Power entsteht große Verantwortung. Ja. Wenn deine Schulter sich bewegt, dann sehe ich das. Können wir nochmal zurückgehen? Nils Bromhoff auf Inlineskates? Oder auf Skates? Kann ich auch nicht. Massiv unbegabt. Ey, ich muss sagen, Skates sehen. Vielleicht. Ich würde es gerne sehen. Ich neige ja dazu, dann, wenn ich auf irgendwas Bock habe, dann kaufe ich mir direkt das Premium-Stück dazu, was ich mir immer von meiner Frau vorwerfen lassen muss. So habe ich zum Beispiel in einem Anfall, wir von waren uns einmal. Aber auch. Ja, wir waren einmal am Dom, da, wie heißt der Platz? Der Heiligen Geistfeld. Heiligen Geistfeld. Kenne die Brücke. Wir waren am Heiligen Geistfeld und dann haben die Kinder da Rollerblade rumgefahren. Ja. Und dann habe ich gedacht, alles klar, ich muss denen mal zeigen, wie das geht. Ich kaufe mir Rollerblades, habe mir dann irgendwie für 250 Euro richtig gute Rollerblades gekauft, die ich original ein einziges Mal anhatte. Welche Schuhgröße hast du? Ich wollte gerade 45. Ich wollte die vielleicht schon gerade haben. 50 Euro. Alter, das sind richtig gute, die einmal 55. Benutzt wurden. Ja, so, warte. Und dann habe ich die einmal angezogen. Und, Alter, ist das anstrengend. Ich bin dann gefahren, mir hat alles wehgetan, weil die Muskeln komplett anders belastet werden. Also wenn du das nie machst, plötzlich haben mir die Waden haben mir wehgetan, Schienbein, die Fußsohlen haben mir wehgetan. Vielleicht habe ich es auch zu fest zugemacht. Ich bin kleine 5 Minuten gefahren, dann saß ich da und habe einfach nur gedacht, das ist die dümmste Idee gewesen, die ich hier hatte. Und ich habe vergessen, wie anstrengend es ist. Und wenn ich jetzt Leute auf Rollerblades sehe, die unironisch, sage ich jetzt mal, die als Fortbewegungsmittel benutzen, also um von A nach B zu kommen, habe ich richtig Respekt vor denen, weil da ist kein E-Motor oder sonst irgendwas drin, sondern du musst wirklich. Aber das ist ja Übung. Also wenn deine Muskulatur sich daran gewöhnt hat und so weiter, genau, das geht Ding ist ja, dass dein Körper gar nicht mehr weiß, was ist da los. Aber wenn du das regelmäßig machst, dann ist das ja auch nicht mehr so anstrengend. Ja, schon. Ey, ich habe mal eine gesehen aus dem Auto raus. Alter Schwede, das war 100 pro eine Eisschnellläuferin und die ist mit Rollerblades einfach in einem Tempo gefahren, das war, mir ist die Kinnlade runter. Die ist unfassbar. Mit einer, wirklich wie eine Eisläuferin ist die mit diesen Dingern die Straße lang. Ja? Man kann da richtig schnell mit sein. Ja, geil. Aber das würde ich gar nicht wollen. Also da Rollerblades sind mir dann echt zu, da bist du wirklich zu ungeschützt. Na, ich habe in Berlin gibt's einen Park und da ist eine große Straße und nur einen? Sich, wie den einen Park, ja. Ja, naja, einen Park. Ach so. Und da, ja, es gibt schon ein paar mehr, ne? Aber einen, der besonders ist, weil das eine Straße und auf dieser Straße sind dann immer Schlittschuhfahrer. Also Tempelhof? Also die alte Flug? Nein, du meinst jetzt, nee, sonst hätte ich ja Tempelhof gesagt. Okay. Ich meine Straße, das ist ein riesiger Flugplatz. Mhm. Was ich sagen will, ist, dass da immer, da läuft Mucke und dann sind da Rollschuhfahrer und wie heißen die mit den länglichen? Ja, ist Inline-Skates. Inline-Skates und dann die. Also die haben so eine Choreografie mittlerweile. Da ist dann so ein Vater mit seinem Sohn und beide machen da so eine coole Choreografie und stehen so, what? Wann habt ihr das gelernt? Erinnert ihr euch nur nicht so Leute? Das gab's doch in Düsseldorf an der Promenade da immer. Immer so durch die Hütchen-Dinger gefahren. Und da habe ich dann erst gemerkt, dass das gar nicht nur jetzt so, ich kenne ja, dein Bruder ist ein großer Fan der davon. Ist da voll so, ich kenne Leute, die es mögen, aber das ist ja so ein richtiger, so auch ein Lifestyle-Ding. Du kannst richtig damit in eine Community eintreten, die dann so nur auf diesen Dingern rumfährt. Ist schon cool. Ich kannte das gar nicht. Das Schlimmeres. Ian meinte auch, also das geht jetzt gerade ab. Also es kommen ganz viele, also es gab schon Events, so wie so eine Subkultur, aber jetzt poppt das in den letzten Jahren, poppt Rollschuhe kommen. Ja, voll. Also wirklich, also ne, es gibt so viele Roller-Discos und
auch an verschiedenen Stationen. Und das ist schon geil, sich das anzugucken. Aber wisst ihr, was halt jetzt, das ist zum Beispiel einer der Vorteile, die es heutzutage gibt. Weil ich habe mir neulich auch noch mal so ein Tutorial angeguckt zum Rückwärtsfahren, Schlittschuhlaufen, also von vorwärts auf rückwärts. Und das musste man als Kind in unserer Zeit sich quasi selber beibringen. Oder du hattest einen Kumpel, der einem das beibringt. Oder du konntest irgendwie auf der Eisbahn jemanden sehen und fragen, wie machen sie denn das? Jetzt gibt's für alles Tutorials. Und auch so super erklärt aus der Ego-Perspektive Leute, die dir erklären, wie du was machst. Doch, das ist einfach mega geil. Du kannst einfach dir mit so einem YouTube-Tutorial beibringen, wie man geil Rollerblade fährt in einer Stunde. Ein bisschen wie bei der Baseball-Geschichte, nur anders, weil da, man wird immer besser, weil man immer mehr. Es gibt für alles Tutorials, solange, das konntest du doch früher gar nicht optimieren. Solange man es dann aber auch wirklich auf die Straße bringt. Das musst du es dann machen. Aber wo hättest du denn früher, wenn du keinen Freund hast, der Rollerbladen kann, du hättest ja nicht sagen können, Mama, bring mir bei rückwärts Rollerbladen, dann hätte Mama gesagt, wo soll ich das wissen? Okay, also wir pieken uns langsam ran, werden immer besser in allem, was wir machen, bis wir nicht mehr. Ich glaube einfach, weil du gesagt hast, dass es diese Trends gibt, so, ne? Es ist halt heute leichter, so einem Trend auch zu folgen. Wenn ich jetzt Bock hätte, wenn ich jetzt jung wäre, ich wäre 16 und der Trend ist irgendwie Rollschuh-Disco, dann hätte ich leichtere Möglichkeiten, da jetzt mich ein bisschen Eigeninitiative da reinzukommen, als noch das vielleicht früher der Fall war, glaube ich. Ich finde Rollschuh-Disco irgendwie voll cool. Jetzt, ich war nie bei einer, ich kenne das nur aus Stranger Things. Direkt, also, aber die Idee ist doch eigentlich voll cool. Mega. Fährst du ein bisschen rum? Hey Ladies, was geht bei euch? Okay, kein Bock, gut. Cool. Aber nur wenn du es kannst. Bremse. Ja, aber, aber warum? Also, ey, lass uns das bitte machen. Also, es ist ja schon. Ja. Bei uns in Arndorf gab es die Eisdisco. Lass uns das hier auf Rocket Beans machen. Und da waren die ganzen coolen Leute immer in der Eisdisco. Ja, Eisdisco. Warte mal, wenn ich mitmachen konnte. Ja, das ist das Problem. Eisdisco gab es auch. Wenn ich Schlittschuhlaufen kann. Du kannst Eisdisco. Ja, aber weil es ist uncool. Ja, aber was? Das ist wie wenn du in der richtigen Disco bist und auf die Fresse fliegst beim Tanzen. Ey, warum lernen wir das denn? Es ist geiler, wenn du es versuchst, als an der Ecke zu stehen und es nicht versuchst. Also ich konnte ein bisschen Schlittschlaufen, aber also ich habe mich nie weit von der Bande entfernt, aus Sicherheitsgründen. Natürlich war ich auch Eislaufen, aber es war ein unsäglicher Anblick. Ja, aber der Anblick ist ja egal. Also das meine ich damit. Also natürlich spielt der rein, aber wenn das die Hürde ist, wie willst du dann überhaupt jemals dahin kommen? Das ist es ja so. Will er ja nicht. Warum soll ich das denn jetzt noch machen? Finde dich doch damit ab, dass man kann nicht alles können. Man kann nicht alles können und vor allem, man muss auch nicht alles können. Und überleg mal, wie lange ich jetzt dafür trainieren müsste, um das zu können. Zwei volle Tage. Wenn du jemanden hast, der dir es beibringt, doch. Und du schaffst es, ich schwöre es dir, 2 Tage und du schaffst es, ohne aufs Maul zu fahren, einfach nur im Kreis zu gleiten. Mehr ist es nicht. Nein, du musst keine Pirouetten machen, du musst nicht rückwärts fahren. 2 Tage. Wenn du jemanden hast, der es dir beibringt und du lernwillig bist. Ja. Wenn du natürlich sagst, nee, mach ich nicht, ja, dann geht's nicht. Aber wenn das ist nicht so schwer. Und ich sag dir, das Gleiten wird sich lohnen. Allein das Gefühl, ich kann sehr gut Schlittschuh laufen, lohnt diese 2 Tage Investition. Mehr ist es nicht. Ja, okay, also wir haben die Challenge. Ich höre Nils Womow lernt Schlittschuh fahren. Lernt die Show. Wir denken für dich so einen Parcours aus, den du meistern musst, mit so Slalom. Ja. So Backflip. Einfach, Amateur. Ja. Aber trotzdem denken wir uns das aus. Und dann musst du den schaffen, erst dann, dass du. Aber ich finde, das ist ein gutes Format. Nils Bomhoff lernt Dinge. Ich würd auf jeden Fall gerne nochmal. Ich habe ja vorhin Pete Smith so ein bisschen als Vergleich genommen. Ich zieh alles zurück, was ich kurz in meinem Kopf hatte. Schöne Grüße. Zu spät. Scheiße. Die Fehde ist am Kochen. Die Fehde ist am Kochen. Wie funktioniert? Kommt her, Pete Smith. Hat ihr gehört, was Brudi über uns gesagt hat? Er hat gesagt, wir sind langsamer als die. Das ist ein bisschen wie bei Anchorman, die. Channel 5 News Team. Nein. Jesus, nein. Keiner von euch konnte was sagen. Sogar der Kleine mit der geistigen Bindung hat was gesagt. Ja. Rick killed a guy. Wie heißt der? Mantooth? Oh Gott, der Film ist echt so gut. Ja. Ich liebe den. Ja, ich wollte auch für hier RBTV Home, wollte ich auch Anchorman-Szenen nehmen. Wir hatten ja diese Challenge, da lustige Szenen rauszusuchen. Für RBTV Home. Mhm. Und da wollte ich auch Anchorman. Aber dann kannst du dich gar nicht festlegen, weil du kannst eigentlich, dann kannst du 90 Minuten zeigen. Ja, ich hatte auch, die war von The Office war von mir und dann die zweite, die ich hatte, war Anchorman, die mit dem 60% of the time, it works all the time. Die Szene Sex, it's illegal in 9 countries. Ich musste gerade an den Drucker von Office Space denken, das ist auch so eine legendäre. Yeah. Ja. Die haben wir noch nachgedreht für irgendeine Game One oder Game Geschichte. Ja. Die weiß ich noch.
Ja, ach ja, wo wir. Das war Next, als wir das Next begraben haben. Ich habe gerade überlegt, wo war das? Wir haben das Next verprügelt. Ja, ja, das war's. Next was up. Wir alles schon gemacht haben. Next up, ja. Schon so. Manchmal fühlt es sich an wie aus einem anderen Leben. Deine Zukunft. Ja, ey, ganz ehrlich, das war schon echt guter Humor und auch ein bisschen tief. Deine Zukunft liegt nun hinter dir. Ist schon wieder sehr gut. Das ist für mich, das ist so der Grabspruch vom Next. Ja, das ist wirklich clever. Ein Vorstein, der immer noch irgendwo rumsteht, wahrscheinlich. Und haben wir den dann nicht in so einer Frankenstein-Sketch wiederbelebt? Ja, genau. Der kam nochmal zurück, ja. Oh Gott, ey, oh Gott, oh Gott. Ja, und zwar langweilig, glaube ich. Wir haben einfach gemerkt, shit, wir brauchen es doch. Wir brauchen so einen Gag, den nur eine Handvoll Leute noch überhaupt nachvollziehen kann. Ja. Dass wir das Logo begraben und wieder erwecken, ist schon Aber sowas muss man auch mal machen, so rein, wo sich so eine große epische Geschichte aus so kleinen Schnipseln entwickelt, finde ich gut. Ich mag das immer, kann ich kurz mal empfehlen. Wie heißt das denn? Solar Opposites ist ja so eine Zeichentrickserie. Animierte Serie, genau. Kann man jetzt auch okay nur finden. Ich würde sagen, die ist so eine 7 von 10. Aber da gibt es so einen Nebenplot, der spielt quasi in der Wand von denen. Weil die haben so eine Glaswand mit ganz vielen Terrarien, wo sie dann Menschen, die ihnen auf den Sack gehen, die sie irgendwann mal beleidigt haben oder ihnen irgendwie das falsche Geld rausgegeben haben, die schrumpfen sie dann und stecken sie da rein und vergessen sie. Und dann hat sich da so eine eigene Gesellschaft gebildet in dieser Wand. Und das ist mittlerweile das ist schon fast die A-Story mittlerweile in dieser Serie. Weil es so lustig ist, wie die Leute sich so ihre eigene Gesellschaft schaffen. Ich kann es nicht zusammenfassen und lustig erklären, aber das kann ich jedem empfehlen, der auf sowas Bock hat. Das ist sehr gut. Ich muss gerade an Herrn Rettmann denken. Die sind halt auch noch klein und da ist dann so ein Kaugummi. Nicht lustig. Ist dann halt, den kannst du richtig benutzen. Oh, cool. Ganz kurz an der Stelle, wenn du schon Werbung für was machst, machen wir mal kurz nochmal Werbung in eigener Sache. Und zwar machen wir gerade eine kleine Umfrage, weil wir gerne von euch wissen wollen, welche Werbepartner mögt ihr, mit wem sollten wir zusammenarbeiten, wer passt gut zu uns, und dazu gibt es eine Umfrage auf rbtv.to/sales-umfrage24. Also Nestlé, BlackRock, hier Lockheed Martin, was noch? Da soll alles, genau. Schlussendlich. Das wären so die Top 3. Ja. Da soll alles aber rein, einfach Koch. Im Vergleich auch zu Kooperationen, die wir halt jetzt die letzte Zeit halt gemacht haben. Und das wird uns, helfen, irgendwie auch weiter passende Partner zu finden. Das ist so. Also macht da gerne mit. Genau. Uns hilft's, und vielleicht ist das auch ein Weg für euch, einfach auch Kritik zu äußern. Aber so, dass wir damit halt auch arbeiten können und nicht einfach nur im leeren Raum von wegen, ihr verkauft eure Seele, sondern müssen ja auch Geld verdienen. Ne? Die Frage ist ja eher, wo verkaufen wir unsere Seele nicht, eurer Ansicht nach? Und was, wir haben ja auch oft, man kennt ja auch nicht jeden Partner. Man weiß ja gar nicht, was es auch alles draußen gibt an coolen Plattformen, zum Beispiel, die irgendwas anbieten, was wirklich gut wäre, was man benutzen kann. Und uns wird es helfen, wenn einfach viele Leute mitmachen. Also gerne auf den Link klicken, lest euch durch, wird uns auf jeden Fall helfen. Mir wird es helfen, wenn ihr mir auch noch bei Twitter folgt. Ab und zu ist dann ein guter Gag. Oh, ja, in letzter Zeit auf jeden Fall gerne mal eine Kontroverse. Manchmal gehe ich so auf Twitter und dann hast du wieder irgendwas losgetreten. Und dann denke ich mir so, wo sind die Zeiten hin, wo man Twitter aufgemacht hat und ein dummer Wortwitz? Das Problem ist, heutzutage ist ja, es liegt ja weniger daran, dass ich so edgy Sachen poste, als dass sich der Kontroversbalken, die Grenze hat sich einfach mittlerweile schon so, ey, ich gehe zum Friseur. Was? Du gehst zum Friseur? Shitstorm. Also das ist ja mittlerweile, man muss ja auch sagen, das ist auch so ein bisschen, vor 5 Jahren war so ein, hat ein Shitstorm, finde ich, auch noch eine andere abschreckende Wirkung als heute. Heute ist ja so, wer keinen Shitstorm hat, ist das überhaupt relevant? Dann kann ich das ja gar nicht mehr ernst nehmen, weil es ist ja alles schon irgendwie kontrovers und keine Ahnung. Spätestens nach dieser Anzeigen-Hauptmeister Cartman-Nummer habe ich gesagt, okay, ich dachte immer, manchmal bin ich dann so in mich gegangen und gesagt, liegt es wirklich an mir? Ist mein Humor oder bin ich out of touch oder ist die Sensibilität weg? Da habe ich gesagt, nee, es sind wirklich Idioten. Es sind wirklich größtenteils Idioten. Und an Skinner denken, no, it's the kids who are wrong. So, Skinner. Is it me who lost touch? Aber da hast du recht. Aber, auf Social Media Plattform, es ist natürlich, es ist die Antwort auch.
Weil man wagt sich, man veröffentlicht was und damit, das ist ja das Hauptargument, dann muss man auch die Verantwortung tragen. Deswegen ist die Antwort wahrscheinlich weder noch, also weder bin ich schuld oder sind die anderen schuld. Nein. So. Aber natürlich hat sich da was verschoben. Das Problem ist einfach, dass alles politisiert ist und alles in Lagern ist mittlerweile, egal was es ist. Ja. Egal, ob es Schokolade, ob es Zahnpasta, alles ist in irgendwelchen politisierten Lagern und Schubladen und du kannst, egal was du sagst, irgendein Lager claimt es für seine Glaubensrichtung oder Ideologie und dann hast du automatisch die andere Seite gegen dir. Es ist absolut crazy und es macht auch leider nicht mehr so Spaß, muss ich sagen. Und gerade, wir haben vorhin vor der Sendung haben wir drüber geredet, auch Twitter ist leider wirklich ein absoluter Shithaufen geworden. Es ist wirklich unfassbar, was da mittlerweile kreucht und seucht von Bots bis hin zu Extremen, bis hin zu, wo du merkst, das sind gekaufte Propagandageschichten oder einfach sture Beleidigungen. Ich hatte einen Typ, der hat gedacht, den habe ich geblockt, weil er mich beleidigt hat. Dann kam er direkt mit dem nächsten Fake-Account und gesagt, glaubst du, du kannst mich blocken? Ich mache mir immer wieder einen neuen Account und habe ich wieder geblockt. Und da ist es einfach nur ein Kampf. Was dauert länger? Das ist dann wahrscheinlich besser, ne? Für ihn den neuen Account zu machen oder für mich zu blocken? Und ich behaupte, für ihn dauert es länger, den neuen Account zu machen, als für mich einmal auf Block zu klicken. Und deshalb, am Ende des Tages, weiß ich nicht, am Ende ist es ein Kampf. Aber es ist auch so absurd, weil, warum? Also erstmal die Zeit und die Energie, man da reinsteckt. Aber was mir auch manchmal einfällt, also was mir auch auffällt, ist, ja, auf jeden Fall, es ist eine unfassbare Bissigkeit, eine Aggressivität, eine aufgestaute Wut, die sich dort entlädt. Und was ich immer interessant finde, ist jetzt Beispiel diesen Gag, den du da gemacht hast, wo man ja im Grundsatz sagen kann, okay, ich verstehe die Idee, dass man jetzt den jungen Mann da nicht mobben soll und ihn öffentlich da irgendwie deswegen verarschen soll und so, kann ich grundsätzlich verstehen. Ich nicht. Aber wenn die, na, ich kann verstehen, ne, so, da kann ich, okay. Aber das geht ja so weit, dass dann dich da Leute beleidigt haben oder auch Sachen über sich, über der eine hat da irgendwas über deinen Sohn geschrieben, was ich gesehen habe, wo ich mir denke, okay, pass auf, also du, Dein moralischer Kompass sagt jetzt, du findest es nicht in Ordnung, dass über diesen Anzeigenhauptmeister so Witze gemacht werden. Das ist dein moralischer Kompass. Auf der Gegenseite wiederum, wenn jemand das jetzt macht, und das war ja nicht mal jetzt krass, was du gemacht hast, kommen da Beleidigungen und es wird ein unschuldiges Kind in dem Fall ins Fadenkreuz genommen und du denkst dir, okay, aber warte mal, wenn dein moralischer Kompass dir sagt, du findest das nicht in Ordnung mit diesem Anzeigenhauptmeister, wie kannst du denn allen Ernstes, ohne dich für den größtmöglichen Heuchler zu halten, aber wundert dich das? Auf der anderen Seite A, dein Kind damit reinziehen und B, einfach krasse Beleidigung posten, das muss, dieser Widerspruch muss dir doch irgendwie offensichtlich, ja? Ja, nein, ich würde dich nur ausreden lassen, weil mich wundert, dass sich das wundert, weil ich meine, diese Hypocrisy ist doch ja, die ist ja überall. Aber also, dass Leute sich über Elon Musks komischen Kühlschrankkörper aufregen oder so. Das sind dann oft auch Leute, die sagen, ja, aber da darfst du aber nicht schämen oder da darfst du das nicht sagen. So dieses Feuer, das ist so, bei dem ist es dann okay. Ja, bei Philipp Amthor wird auch ständig darüber gelästert, wie er aussieht. Das meine ich. Also dieses Bodyshaming und die, sich über die Äußerlichkeiten lustig machen, das ist dann bei vielen Leuten halt nur, wenn es denen in Kram passt, ist es halt okay oder halt nicht okay. Ich find's sehr interessant. Aber das ist doch immer so. Ich habe das Gefühl, das macht jeder. Ich finde es sehr interessant, dass gerade bei X oder bei Twitter, dass da einfach, also die Kultur ist halt da schon sehr, also Feuer mit Feuer bekämpfen. Also, ne, das ist ein Boxring. Also, ist nochmal was anderes als auf anderen Social Media Plattformen, insbesondere bei X, ist das so, ne, du postest das, also kriegst du in gleicher Härte das zurück, so ungefähr. Und das würde ich schon sagen, gefühlt ist auf X einfach wirklich anders als auf anderen Social Media Plattformen. Also wie eine Art gewachsene Kultur, auch in der Geschichte von Twitter zu X. Ich glaube nur, dass es bei Twitter so ist, dass halt Leute, die EDE doof finden, dass EDE schreiben kann, was er will. Und dann immer ein Dreh gefunden wird, weiß ich, ich esse gerne Kartoffeln. Ja, okay, da fällt mir nichts ein. Aber ich habe schon auf die dümmsten, normalsten Kommentare, habe ich quasi dumme Sprüche bekommen, es wo gibt ich dachte, ganze, okay, du hast wirklich nur darauf gewartet, dass ich irgendwas probe. Aber das meine ich ja. Und insofern, das kann dann doch am Arsch aufregen. Es gibt eine ganze Bubble an Leuten, die haten dich und die warten nur drauf, dass du irgendwas. Mir wurde ja dann auch unterstellt, dass, also ich gebe zu, es war vom Timing unglücklich, weil der wurde ja an dem Tag irgendwie angegriffen. Irgendwie so der Anzeige, aber ich hab das überhaupt nicht mitgekriegt, sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht, einfach aus ich würde mich nicht über jemanden erklären, weil ich habe wirklich, ich habe kein Twitter mehr. Ich poste. Naja, ich will jetzt auch nicht zu sehr da reingehen. Der Anzeigenhauptmeister, den kennst du aber. Nee.
Wirklich okay. nicht? Ich weiß wirklich gar nichts, aber okay. vielleicht es ist es auch nicht das wert, dass wir. Ja, gut, jetzt hast du gefragt. Also, es gibt diesen einen Typen, der halt. Der war in der Spiegel-Reportage, wo der. Am meisten Anzeigen. Der fährt halt durch was? Die Städte, der zieht sich auch, hat so eine Schutzjacke an und so und fährt mit seinem Fahrrad, wo auch Polizeivieh oder so draufsteht. Polizvieh steht da drauf. Polizvieh draufsteht und der fährt durch die Städte und ruft die Polizei, wenn er irgendwo jemanden sieht, der falsch geparkt hat oder im Parkverbot steht. Und dann zeigt er die an. Und dann kommt die Polizei und er ist aber natürlich auf eine Art und Weise, also. Er hat dann, da ist er an einen, das war das, was mich tatsächlich am meisten getriggert hat. Da war so ein Dönerladen irgendwie am Arsch der Heide, wo kein Verkehr und nichts war. Und der Typ hat sein Zeug ausgeladen in den Dönerladen. Ein armer Türke, der diesen Laden da hat, der, wo du merkst, so, das ist sein, ne, damit arbeitet er. Und dann kommt der Anzeigenhauptmeister und irgendwie schwärzt den halt an und sagt, dass er hier nicht stehen kann. Und der Typ kommt und sagt so, ja, ich lade hier gerade meinen Kram aus, wo soll ich, so, ja, ist egal, hier ist Parkverbot. In so einer ruhigen Seite, wo nichts ist. Und das ist halt so eine, also er ist halt so assig und übertrieben. Ein kleinkarierter ja, und das, Typ, so. Und das ist aber auch so ein bisschen das Thema. Und natürlich haben die jetzt nicht, die haben da eine Reportage auch gemacht, weil es eben so ein extremer Typ ist, der das so pedantisch und auch hinterfotzig in einer gewissen, also es ist einfach, wie sagt man, nicht Verleumdung, sondern Attitüde, der zelebriert das Ganze so. Nee, das Wort, was ich suche, ist Denunziantentum ja. im Prinzip, ja. Was da so ein bisschen zelebriert wird, so egal. Und der ist dann irgendwie, ich habe von dem auch erst erfahren bei RBTV Home, als wir hier im Wohnzimmer saßen und Johanna sozusagen das gezeigt, weil da war das halt irgendwie. Johanna, ja. Mhm. Da war das halt irgendwie lustig und irgendwie so alle, so guck dir den Typ an und dann habe ich gesehen, dass auf YouTube haben alle darüber reacted. Hand of Blood, Knossi, alle Leute haben da irgendwie zu reacted und diese Spiegelreportage geguckt. Und mich hat es auch, muss ich sagen, ultra getriggert, weil dieses Denunziantentum und dieses Verpetzen, ich finde das so eine, ich finde das so mies, ja, und so den Leuten dann. Kannst natürlich sagen, ja, hat ja recht, die dürfen ja nicht parken, aber das ist für mich nicht das Argument, sondern das Argument ist dieses wirklich, der ist ja dann so hingegangen und hat dann so mit einem Zentimetermaß die Leute, oder er hat sogar die Polizei, die dann kam, hat er der Polizisten gesagt, sie müssten mal wieder ihren Scheibenwischer oder ihre Lampe sauber machen. Ja, natürlich ist auch irgendwo lustig, aber es hat die Leute getriggert und absolut. Zu Reaktionen halt gebracht. So, und dann gab es dieses Foto von dem, der ist halt so ein bisschen, nicht dick, also ein bisschen moppelig, er sieht halt eigentlich wie so ein unschuldiger Junge aus, also der ist, weiß ich nicht, wie alt er ist, 18, 19, keine Ahnung, mit diesem Fahrradhelm. Und dann habe ich ein Foto gepostet von ihm mit dem Fahrrad und dann habe ich gegoogelt Cartman Fahrradhelm. Ja, okay. Und dann habe ich ein Foto von Cartman daneben mit Fahrradhelm und das hat einen Shitstorm ausgelöst. So, dann wurde mir halt vorgeworfen, dass ich mich an Online-Mobbing und dass das gleiche ist wie Drachenlord und ob ich nichts aus der Causa Drachenlord gelernt hätte. Und völlig übertrieben. Dann, aber das, dann ging es noch weiter. Mir wurde quasi dann unterstellt, dass ich mich über Behinderte lustig mache, wo ich gedacht habe, wieso das denn? Weil dann unterstellt wurde, dass der ja offensichtlich behindert ist, was bis heute nicht bewiesen oder bestätigt, sondern einfach eine Behauptung war, die aber ausgereicht hat, um mir zu unterstellen, dass ich mich über Behinderte lustig mache. Ich glaube, das war so, weil in der Cartman-Folge das Bild, was du gegoogelt hattest, kommt aus einer Folge, wo Cartman sich über Behinderte lustig macht. Irgendwie so war das nicht so rum? Ja, er macht sich in fast jeder Folge über Behinderte lustig, aber es gibt einen ganzen Charakter namens Timmy, über den er, der nur dafür da ist, damit Cartman sich über ihn lustig macht. Aber mir zu unterstellen, dass erstens ich das so sehe, dass der behindert ist und mich überbunden. Da ist ja schon so viel Boshaftigkeit an Unterstellung dann drin. Dann wurde mir unterstellt, dass ich, einer hat geschrieben, ja, kein Wunder, dass du einen Shitstorm kriegst, wenn du einen Judenhasser postest, weil Cartman ja Kyle in South Park immer wegen seiner Jewishness. Aber auch jetzt ein bisschen, es wurde immer übertrieben. Dann haben die recherchiert, wie gut ich South Park kenne und dass ich wissen müsste, dass in der Folge Cartman bei einem, es wurde so übertrieben. Und das Geile war, am Abend oder einen Abend später macht Late Night Berlin eine ganze Matz zum Anzeigenhauptmeister. Klaas verkleidet sich als Anzeigenhauptmeister, geht durch Berlin und schreibt Leute auf. Nothing. Nicht eine Stimme. Der Autor von der Heute-Show hat was zu heute zum Anzeigenhauptmeister gemacht. Nicht eine Stimme. Überall. Ja, aber ich habe es gemacht. Ja, aber du hast halt einfach ein Publikum aus Vollidioten. Und überall kamen sie aus allen Richtungen. Wie lange? Du kennst es doch. Ich weiß. Du kennst das fucking Publikum auf Twitter. Ja, ist ja auch okay. Ich habe ja dann auch. Nein, ich meine.
Na, du wolltest einfach nicht mehr hin. Ja, ja, ich neige mich gerade nicht aus. Ich ja auch nur, weil ich mir denke, so, es gibt so viel fucking, ja, aber ich kann so ja jetzt Energieverschwendung. Ja, natürlich, aber ich werde nicht aufhören, wenn ich das Gefühl habe, ich mache nichts falsch, dann werde ich nicht aufhören, nur weil irgendwo ein Mob an Verrückten ist. Nein, das ja. Ich werde mich nicht dem niedrigsten Level anpassen. Warum oder so? Das ist halt einfach so. Also Ende. Dann verliere ich halt einen Teil Publikum oder Leute, die sagen, jetzt hasse ich dich oder Rocket Beans. Ja, ne, die hate-watchen dich ja dann. Ja, ist mir auch egal. Dann ist ja gut. Dann danke für die Kohle. Ja. Ja, ich finde es auch immer so ein bisschen schade, weil was ich vorhin auch sagte, wenn du im Grundsatz erkennst, okay, da hat jemand vielleicht ist auf der richtigen Spur. Wenn du sagst, das meine ich ja, wenn du sagst, okay, die Zeiten, wo man dann so jemanden durchs Dorf treibt und alle den mobben und so ein bisschen Drachenlord ist natürlich jetzt wirklich das extremste Beispiel, aber so grundsätzliche Verhaltensweise, wenn jemand Angriffsfläche bietet, dann wird der durchs Dorf getrieben und alle lachen den aus. So dass man da grundsätzlich sagt, okay, das ist eigentlich uncool, lass mal so davon wegkommen. Das ist, ne, lass mich mal sagen, das ist ja eigentlich, finde ich, ein ehrenvoller Ansatz. Da, so, aber indem du das dann so eskalieren lässt, sorgt das ja dafür, dass ich gemobbt werde. Exakt. Es ist ja so, dass das halt offensichtlich eher eine Eingangstür ist, um jemand anderen fertig zu machen. Und das konterkariert ja im Prinzip die grundsätzliche Haltung, dass man sagt, ja, eigentlich ist das ja richtig, ein bisschen sensibler zu sein und sowas nicht mehr zu machen. Und das Totschlagargument ist immer das Gleiche. So, du postest ja, du willst die Öffentlichkeit, du wirst dann zum, ich nehme jetzt nicht dieses Beispiel als alleiniges Beispiel, das betrifft ganz viele, so dadurch, dass du dich öffentlich äußerst, ist das schon Feuer mit Feuer, du denunzierst dann ja auch so. Das heißt, wo ist dein Argument? Und dann reicht das schon. Dann, ja, dann geht es nicht mehr um die Sache, sondern es geht einfach nur darum, ja, wieso du hast das doch gemacht. A sagt A, also, ne, das ist einfach Bescheid. Aber das kann man doch nicht einfach aus dem Kontext nehmen. Man kann das nicht einfach als eine allgemeine Regel nehmen. Da ist ein Typ, der geht in die Öffentlichkeit, der hat über 5000 Leute denunziert und angezeigt. Dass das ein Echo gibt, ist doch selbstverständlich. Und es ist auch gut, dass es ein Echo gibt. Es wäre viel schlimmer, wenn so eine Ratte einfach sowas macht und die Leute sagen nichts. Ich finde, das ist eher eine Form fast von Zivilcourage, da dann auch ein Statement zuzugeben. Der ist ja freiwillig on air gegangen, der macht es öffentlich, der hat jetzt mit Stefan Raab, macht er jetzt die Promotour, der hat eine Serie jetzt in, eine regelmäßige Doku-Serie jetzt in Auftrag gegeben, der ist vollkommen bewusst in die Öffentlichkeit damit gegangen. Voll was erreicht damit. Ja, aber dann ist es auch legitim. So, es ist ja auch kein bösartiges Scherz. Ich habe jetzt nicht seine Adresse gedoxt und gesagt, wir schlagen den jetzt zusammen. Mhm. Aber dass man dann irgendwie sagt, ja, guck mal, der gleiche ist, ich habe ja geschrieben, same energy wie in Cartman, wo ich ja eigentlich kritisiere das Verhalten von Cartman, dass er nämlich der Oberbösewicht im Prinzip ist. Und das ist die gleiche Energie. Das ist eine absolut legitime Form von satirischer Kritik, sage ich mal, an einer Person. Dass der aufs Maul gekriegt hat an dem Tag, verstehe ich, dass das dann an dem Tag ein bisschen, sag ich mal, schlechtes Timing ist. Aber da sag ich, fuck around and find out. Wenn du 5000 Leute verpetzt, ist doch klar, dass du irgendwann aufs Maul kriegst. Es tut mir leid. Da funktioniert die Gesellschaft meiner Meinung nach richtig gut. Wenn du ein gesellschaftliches Arschloch bist, wird irgendwann die Gesellschaft auch dafür sorgen, dich wieder einzunorden. Und wenn du nicht willst, dass irgendwann einer dein Gesicht erkennt und dir auf die Fresse haut, dann würde ich vielleicht nicht ins Fernsehen gehen und zeigen, guck mal, wie ich 5000 Leute verpetzt habe. Ich habe in der Schule mal Leute verpetzt, die in der Klausur abgeschrieben haben. In der Französisch-Klausur. Same energy. Same energy. Und ich habe so gelitten darunter, weil ich wurde auf keinen Geburtstag mehr eingeladen. Die haben mich verarscht, die haben mich geärgert. Und es war vollkommen verdient. Es war 100% verdient, weil es war ein absoluter Bitch-Move von mir. Und die Gesellschaft hat es. Das hat nichts mit Mobben zu tun, sondern die Gesellschaft hat gesagt, okay, du bist ein Arschloch. Ich würde da gern was. Also es fällt mir echt schwer, weil ich finde es auch bescheuert, wie bei dir reagiert wird. Ich bin aber auch extrem gegen Mobbing und finde dann auch. Das ist nicht Mobbing. So die Erklärung finde ich ungeschickt zu sagen, die Gesellschaft ist verantwortlich, ihn einzunorden. So, wer entscheidet das? Das entscheiden dann die 12 Leute in seiner Klasse oder so. Das finde ich jetzt nicht so, finde ich nicht so zielführend. Ich kann aber verstehen, dass der Typ natürlich sich eine Menge Feinde macht in der heutigen Zeit, wenn er das öffentlich macht, wenn er dazu auch noch so steht und das auch noch begleiten lässt, dann schreit er quasi danach, dass Leute ihm dann auch eine Meinung geben. Gewalt ist dann wieder was anderes, aber mich wundert, dass der 5000 Anzeigen machen konnte, ohne dass ihm jemand Gewalt angedroht hat zumindest, weil das kann ich mir, ich bin sicher, ich würde das machen und vom dritten schon auf die Fresse kriegen und würde mir wahrscheinlich denken, okay, es reicht.
Hey, warum mache ich das überhaupt? Dafür, ist das Ordnungsamt da, mache ich doch nicht. Aber ich möchte jetzt nochmal auf das eingehen, was du gerade am Anfang gesagt hast. Natürlich geht es mich darum, Selbstjustiz in einer gewissen Weise zu verherrlichen, aber es ist eine Realität. Es ist einfach eine knallharte Realität, die jeder lernen muss, der in einer Gesellschaft lebt. Jemand, der sich asozial verhält, asozial, also entgegen dem sozialen Miteinander, der wird auf die eine oder andere Art und Weise natürlich Negativität erfahren. Und das ist eine gute Sache, weil es zwingt uns, sich sozial zu verhalten. Das will ich damit nur sagen. Ich will damit nicht sagen, dass jeder, der irgendwie Scheiße baut, dass man dann das Recht hat, den zu Tode zu mobben. Natürlich ist das nicht das, was ich sage. Ich will damit nur sagen, für mich war es so, ich habe Leute verpetzt. Und das Resultat war, ich wurde nicht mehr auf die Geburtstage eingeladen. Und da habe ich als Kind sehr drunter gelitten, weil es war irgendwie dann, alle Kinder waren am Wochenende bei Nikola eingeladen, außer mir. Und das hat mir das Herz gebrochen. Und ja, aber das Learning daraus war, ja, aber ich habe mich auch verhalten wie ein Arschloch. Und natürlich ist es dann irgendwie gemein und böse, aber es ist auch eine Life-Lesson, die ich irgendwo auch wichtig finde. Jetzt kann man natürlich irgendwo sagen, wo ist die Grenze? Auf jeden Fall bei physischer Gewalt, aber da sind wir uns ja einig. Also ja, ich will damit nur sagen, wenn du halt in die Öffentlichkeit gehst und damit prahlst, 5000 Leute verpetzt zu haben, ja, klar. Dann ist es halt klar, dass du irgendwann aufs Maul kriegst. Aber was ich da sehe, ist ein Marketing-Genie. Ich sehe da jemanden, der die Zeichen erkannt hat und gemerkt hat, heutzutage funktionieren zwei Sachen am besten, Ragebait und Cringebait. Also entweder ist er, und das sogar beides, weil alle denken, was für ein peinliche Nuss, gleichzeitig ist die Aggression, zieht er die Aggression auf sich und dadurch kriegt er die Aufmerksamkeit, die jetzt dazu führt, wusste ich ja alles gar nicht, dass der irgendwie auf Tour geht mit Stefan Raab. Ich weiß gar nicht, als was oder wie. Aber was ich meine ist, es hat ihm ja offensichtlich was gebracht. Es war für ihn sicherlich eine Sache, die angefangen hat als, weiß ich nicht, als Spielerei oder Machtdemonstration. Aber mittlerweile ist es für ihn halt ein Business. Und dazu gehört dann halt, dass ihn Leute deswegen hassen, so wie uns ja auch Leute hassen ohne Grund. Bei ihm gibt es den Grund schon, aber was ich meine ist, er spielt eigentlich nur das Spiel. Er nutzt eigentlich die Medien perfekt aus, um uns in dem Fall den Spiegel vorzuhalten, weil wir wollen, dass er verschwindet und sorgen dafür, dass er immer weiter bleiben wird. Ich glaube, das ist nicht. Da wird noch ein Malle-Song und eine Show und noch eine zweite Doku. Also ich meine damit nur, er nutzt im Grunde doch nur dieses Ragebait-System von heutigen Algorithmen. Ich glaube nicht, dass es geplant war. Nee, das, also, ich glaube, vielleicht am Anfang nicht, das glaube ich nicht. Aber mittlerweile weiß er ja, was er da macht. Ey, oder? Er kennt das Risiko, aber auch den Gewinn. Mittlerweile schon, aber ich glaube, darauf könnten wir uns alle einigen, also einfach alle, die in irgendwelchen öffentlichen Räumen agieren. Lass uns mal versuchen, dieses theoretische Kalkül einfach mal ein bisschen runterzudampfen. Was meinst du also, mit das theoretische Kalkül? Ja, so wie man dir dann unterstellt, und dann dickt man in die South Park-Folgen und versucht irgendwo Argumente zu finden, ein Kalkül herauszufinden. Das, was unterstellst. Ja, exakt. Aber also lass uns doch mal, ne, das ist so ein bisschen bei den Fakten bleiben, aber genau das potenziert sich und verselbstständigt sich dann. Also diese, ne, wenn du jemandem eine Agenda vorwirfst, wenn du jemandem ein Kalkül hängt ja schon bei den Fakten an, was und welche ich glaub, Fakten? An, exakt, aber an diesen Schrauben kann man drehen. Und ob das, in meinem Fall, ich hab tatsächlich jetzt Ex verlassen. Also einfach nur, so, ich brauche das einfach nicht mehr. Das ist jetzt mein Weg. Aber ich glaube trotzdem, der Ort ist ja da. Es ist ja auch gut. Man soll das ja auch machen können. Ne? So. Aber wenn wir alle mal so ein bisschen dieses, auch wir selber als Reaktion auf Scheiße, dass man auch nicht sich selber wieder zu sehr in diese ganzen, dass man sich nicht nochmal zusätzlich triggern lassen lässt, weil das ist ja das, was dann diese Leute wollen. Mhm. Ne? Sie wollen dann, dass du mit jedem weiteren Post, mit jeder weiteren Anmeldung wollen sie ja von dir eine Realresonanz kriegen. Womit, genau. So, und was ich mal sage, was einem vielleicht dann hilft, ist es dann selber auch irgendwo, weil das ist dann ein Regler, den man vielleicht dann noch besser kontrollieren kann, eben auch nachdenkt, ich unterstelle jetzt diesen Person, die soll, ne, also ich gehe da nicht wieder ran, ich fange da nicht wieder an, in die Diskussion zu gehen und wieder, weil dann bist du wirklich in diesem Shitstorm, in diesem Scheißezirkel drin. Du kannst ja auch niemandem was. Du kannst, niemals hat irgendjemand die Meinung von jemand anderem online durch Diskussionen, egal welcher Größe, geändert. It never happened. Weiß ich nicht. Kommt auch mal, ich weiß es aber. Doch, lass mich kurz überlegen. Nein. It never happened. Also ich kenne niemanden. Ich kenne niemanden, der jemanden Also kennt. Wenn, dann ist es so im Promillebereich, dass es als trotzdem als Aussage taugt, um es nicht zu tun. Es ist halt, die Frage ist immer, da ist einfach nur ein Text, der da steht. Ich will trotzdem in meiner sozialen Bubble mit den Leuten interagieren und umgehen und nehmen deswegen automatisch diese Meinungen auch an. Da kann im Internet noch so viel stehen, dass irgendjemand anderes sagt, meine Bubble sagt mir was anderes, so ungefähr. Das ist halt dieses, wenn du, und das ist so, glaube ich, der Unterschied zwischen einer gesunden Debattenkultur und dem, was zumindest mal
Social, also online abgebildet wird, was ja auch wiederum eine Bubble ist, ne? Also Twitter ist eine Bubble. Ich kenne Leute, die sind da überhaupt nicht drin und wir reden und tun so, als wenn das vielleicht über eine Gesamtgesellschaft anwendbar wäre, und das ist es ja auch nicht. Aber es ist schon so, wenn du eine gesunde Debatte führst, dann gehst du da vielleicht mit einem Standpunkt rein, aber du sagst auch, ey, ich bin offen dafür, meinen eigenen Standpunkt zu hinterfragen und gegebenenfalls ihn auch zu ändern, wenn ich von Argumenten eines Besseren belehrt oder überzeugt werde. Und ganz oft habe ich das Gefühl, und insbesondere natürlich online, dass diese Bereitschaft nicht da ist, sondern dass bis zum Letzten gekämpft wird und sich am Ende beleidigt wird und in den seltensten Fällen jemand sagt, ja stimmt, du hast recht, du hast mich überzeugt. Und das ist, finde ich, so der Kern einer jeden gesunden Debatte, und der fehlt da komplett. Und da gibt es auch einen Grund für, nämlich du debattierst ja auch, also zum einen bei Twitter mit begrenzter Zahl, das heißt, du musst in eine gewisse Wortzahl, musst sehr viel Attitude in rein, also deine Meinung eventuell noch, ne? Also so eine Einstellung und eine Emotion dann wird dann auch mitdelivert. Stimmen, alles und das alles in wenigen Zeichen, was schon mal entgegen einer gesunden Diskussionskultur ist. Und dann darf man eins nicht vergessen, ich glaube, da haben wir auch mal bei Joe Rogan mit irgendeinem Psychiater oder so drüber gelabert, das fand ich ganz interessant, der hat auch gemeint, du diskutierst ja theoretisch auf einer riesen Bühne. Ne? Also wenn du auf Twitter diskutierst, dann hast du ja ein riesengroßes Publikum. Mhm. Und das ist nicht ein Publikum, was nur Eintrittskarten für die Etienne Gade oder Nils Bomhoff Show gekauft hat, sondern alle. So, ne? So wie du es gesagt hast, da sind die Hater dabei, da sind die Linken, die Rechten, die oben, die unten, whatever. So, und du und dadurch, dass du vor einem riesen Publikum debattierst, diskutierst du schon ganz anders, weil es ist was anderes, vor Tausenden von Leuten zuzugeben, dass du kompletten Quatsch absolut erzählt stimmt. hast. Als wenn ich mit dir im Auto sitze und sag, oh, weißt du noch, wie ich neulich gesagt habe, oh, dein Orangensaft schmeckt scheiße, so scheiße war der gar nicht. So, wo du im Zwischenmenschlichen vielleicht ganz einfach Missverständnisse klären könntest oder vielleicht auch zugeben könntest, dass du sagst, ja, war vielleicht nicht die ganz feine Klinge oder so. Oder ja, vielleicht hätte ich das heute nicht posten sollen, wo der Typ aufs Maul gekriegt hat, das war irgendwie schlechtes Timing oder so. Wo du vielleicht bereit bist, Zugeständnisse zu machen, aber wenn natürlich online vor Riesenpublikum einer reinstartet, war ja klar, dass der Super Spacko von Rocket Beans schon wieder ein L-Take hat mit seinem Boomer-Rentner-Tweet. Wenn so einer reinstartet, ja. War das noch hinein? Ah, das sind alles Zitate. Ich hab ihn in meinem Kopf direkt gesehen. Das sind alles Zitate. Aber wenn so einer quasi als Kritik reinstartet vor einer riesen Audience, dann bist du ja automatisch schon in so einer Situation, wo du sagst, so, wow. Ja. Aber dann, also du fährst ja instant die Wende hoch. Und dann ist halt so, du hast auch gesagt, dann muss man wiederum überlegen, wie groß ist diese Bubble eigentlich? Und also, oder fühlt sie sich nur groß und bedrohlich an? Oder aggressiv und so. Ja, ne? Und das ist so, ich glaube, da ist dann so eine Regel, den du für dich selber irgendwann justieren kannst, sag ich mal. Also wie sehr geht dir das an Sack, an die Nerven etc. So einfach halt, ne? Raus mit dem Shit. Aber du, das ist ja, wir sind ja nicht nur online. Ich würde ein bisschen widersprechen, dass es nur an der Bühne liegt, weil ich glaube, wenn du auch in einem Dialog ohne Publikum so in ein Gespräch reingehst, sind die Türen zu, weil du musst Menschen immer einen würdevollen Rückzug ermöglichen. Das, ne? Und wenn du das nicht machst, dann hast du ganz schnell so eine Debatte, die nur noch auf emotionalen Befindlichkeiten funktioniert, dann fühlt jemand sich gekränkt, beleidigt, und dann ist er gar nicht mehr auf der Sachebene und dann ist das Gespräch eh vorbei. Und wenn du so da reingehst, dann bist du ja nicht wirklich an einer Diskussion interessiert. Und deswegen ohne Publikum, also wenn du mit mir so reden würdest als Beispiel, dann würde ich ja auch auf einer emotionalen Ebene aber reagieren. Es potenziert, ne? Das natürlich, ja. Wenn du zum Beispiel was sagst, es muss ja jetzt nicht was Beleidigendes sein, und du kriegst plötzlich 1000 Likes, ne? Also 1000 Schulterklopfer, 1000 Leute, die sagen, endlich sag das mal. So, dann gibt dir das natürlich. Kannst du es nicht mehr zurücknehmen. Ja, und es gibt dir auch so ein gewisses Gefühl so von Bestätigung, was du ja so in einer normalen Diskussion, das haben wir ja jetzt hier zum Beispiel auch. Das ist wie, als Leute klatschen würden. Ja. Du sagst, wenn Leute klatschen, denkst, okay, scheint richtig zu sein. Aber was ist, wenn Anzeigen Hauptmeister das ebenfalls als Motivation hatte? Versteht ihr, wir drehen uns im Kreis. Wenn der Kollege, der das macht, so, wenn auch er einfach Bestätigung will, auf seine komische Art und Weise so. Aber glaubst du, dass der dafür Bestätigung kriegt? Ich meine, in diesem ganzen Medienkosmos, warum postest, warum gehst du eine Doku, weil du irgendwo sichtbar sein willst? Ja, genau. Sichtbar ist hier wieder was, aber besteht. Ja, aber du kannst nicht sichtbar sein, ohne dich einer äußeren öffentlichen Bewertung
frei zu machen. Natürlich kann man den Anspruch haben, den kenne ich zum Beispiel sehr gut. Ich bin vor der Kamera und wünsche mir natürlich nur Herz und nur Likes und nur Bestätigung. So, und so, ne? Also, das meine ich damit. Und das, aber der Typ hat ja, steckt da auch nicht so tief drin, aber ein bisschen Sache, Grundsätzlichkeit habe ich auch mitbekommen, aber der ist ja in einer App. Und das ist ja schon ein Wettbewerb in dieser App. Da geht es ja darum, es gibt eine Rangliste, wer hat am meisten, Vergehen gemeldet. Und da ist er sogar nur auf Platz 2, so wie ich das mitbekomme. Er ist gar nicht der Es gibt noch einen. Und der, mich würde interessieren, wie der sich fühlt. Weil der Erste. Da ist einer auf dem ersten Platz und er ist auf jeden Fall der King in dieser Szene. Und dann kommt der Zweitplatzierte, so ein bisschen Klaas Clever-mäßig, und steht ihm die Show und behauptet so, ich bin der reichste Mann der Welt. Und Donald Duck so, Dagobert Duck so, what the fuck, ich bin der reichste Mann der Welt. Jetzt sehe ich eine Serie. Und er ist der Zweitplatzierte. Aber du siehst ja schon, jetzt sind wir natürlich wieder dabei, irgendwelche Motive zu suchen, ja, die vielleicht andere sind. Kalkül, ja, aber jetzt quatschen wir ja drüber. Aber wenn du halt ein Teil von so einer App bist, wo es eine Rangliste gibt, das ist ja schon, das sagt ja auch schon ein bisschen was aus, dass du es nicht nur machst. Die weil erklärt das, alles, finde ich. So, das, ne? Aber also, das ist da Gamification, da würde ich dann auch als Kind irgendwie sagen, oh, das finde ich aber interessant. Ja, so und jetzt pass auf, ich weiß nicht, ich habe es gelesen, war es Holland oder war es Schweden, in einem der beiden, ich habe es vergessen, haben die jetzt wirklich eine App eingeführt, wo jeder Bürger Falschparker melden kann. Also das ist halt einfach sozusagen, um die Städte von Falschparkern, ne? Ich kann ja irgendwo nach viele Autos. Ja, einerseits kann ich ja natürlich, aber ich kann es ja auch irgendwo nachvollziehen, weil wenn Autos, es gibt ja solche und solche. Wie gesagt, da in dem Dönerladen, da das fand ich komplett daneben. Es gibt manchmal Autos, die stehen so beschissen, da reg ich mich als Autofahrer auch drüber auf, so ja. Trotzdem ist natürlich dieses, wir schmerzen für den Staat sozusagen an, finde ich schon diskussionswürdig. Aber ich wollte damit nur sagen, dass das jetzt in manchen Ländern schon als wirklich Methode aber kommt. Das und Ding das kann ist, bei uns du, auch kommen. Wenn du da eine Gamification draus machst, dann hast du nicht mehr die Situation, dass jemand darüber nachdenkt, wie sehr behindert das jetzt tatsächlich die Allgemeinheit. Und es gibt ja gerade im Straßenverkehr eine ziemlich große Bandbreite zwischen absolutes, rücksichtsloses Assitum und hey, das ist Leben und Leben lassen, so dass ja. Ich park mal ganz kurz um 10 Minuten den neuen Dönerspieß einzuladen, was ganz normal ist und auch in eine funktionierende Gesellschaft gehört, weil es nicht alle Regeln sind auf die Realität anwendbar. Ja, dafür ist das Leben zu komplex. Ja, ja, und man muss auch mal ein halbes Auge zudrücken und dann kannst du auch erwarten, dass bei dir mal ein halbes Auge zugedrückt wird. Das behindert die Gesellschaft nicht, das führt eher zu einem Funktionieren der Gesellschaft. Wenn du ein bisschen auch mal nachdenkst und dich von diesem Regelkonstrukt löst, weil du kannst eben, wie gesagt, das menschliche Leben nicht zu 100% mit einem Regelwerk abdecken. So. Und wenn du dann aber dieses Aufschreiben von Falschparkern gamifizierst und sagst, für jeden, den du meldest, kriegst du einen Punkt in der App oder so, dann hört dieses Nachforschen, okay, was ist, wo ist die Menschlichkeit, was ist noch okay, hört dann auf, weil du siehst in allem nur noch eine Möglichkeit, einen Punkt zu kriegen und ey, guck mal, der ist 2 Zentimeter über dem Kannstein, geil, ich habe wieder einen Punkt in meiner App. Und das ist das, wo es dann halt auch schwierig wird, weil dann hilft es meiner Meinung nach niemandem mehr, sondern dann ist es ein Ego-Ding. Ja, ja? Aber dann bist du sogar Provision, wenn ich recht erinnere. Ne, Kontrolle, also alle Systeme, Punktesysteme etc., ich meine, wir kommen aus der Videospielwelt, so, wir kennen diese Mechanismen alle in- und auswendig so. Ich bin voll bei dir, hast du schön gesagt. Ey, belohnt zu werden, unabhängig davon, für dann solche eben nicht zu 100% kontrollier darstellbaren Sachen. Das macht keinen Sinn. Also wirklich. Es gibt natürlich auch. Das wusste ich übrigens nicht, dass es diese App gibt. Wusste ich nicht. Fand ich. Nee, ich auch nicht. Ich wollte gerade sagen. Komponente, die auf jeden Fall nochmal. Also in Berlin gibt es eine Ordnungsamt-App, die schon länger ist, wo du auch so Sachen machen kannst, aber so richtig Denunzianten-App-mäßig habe ich es auch noch nicht gesehen. Aber ich wollte eine Sache erzählen. Es gibt manchmal auch. Ganz kurz, Simon, ganz kurz. Okay. Anzeigenhauptmeister bei Pets-App nur auf Platz 2. Wer ist Bongo Karl? Das fragen sich wahrscheinlich eine Menge Falschparker. Ich stelle mir so vor, dass das so ein Typ ist, der halt so auch so Spikes hat, so wie Legion of Doom oder so, weißt du? So ein bisschen. Der ist so der Badass. Der hat doch so ein Namensschild, Bongo Karl. Ja, dann stößt du die Tür auf und dann ist der Anzeigenhauptmeister so, nein, es ist Bongo Karl. Ja. Der kommt dann immer mit dem erschrittenen Geld über die App, das haut er dann immer direkt auf den Tresen, so 3,80 Euro. Und dann holt er sich schön so eine Coke Light. Das ist so das deutsche Pendant zu diesem, wie hieß diese Tiger-Dokumentation nochmal? Tiger King. Tiger King, ja.
Ach Gott, Leute. Ich möchte mal kurz was sagen. Gossip, es gibt für diese Apps auch durchaus eine Verwendung. Ich erzähle euch eine Geschichte. Ich in Düsseldorf. Da hatte ich noch ein Auto. Hab Ewigkeiten Parkplatz gesucht, ihr kennt das ja. Mhm. Fährst rum. Irgendwann siehst du direkt bei deiner, direkt vor der Tür, beim Parkplatz. Voll geil, irgendwie so ein Seitenstraßending neben der Straße. Ich weiß nicht, da standen schon 2, 3 Autos, also ich mich hingeparkt. Passte genau, geil, geh hin, schlaf, komm morgens raus, kein einziges Auto mehr da. Es war eine Linksabbiegerspur. und weil, also nur mal als Beispiel, es gibt auch Leute, also die musst du da wegkriegen, weil sonst kannst du nicht mehr links abbiegen. Also und insofern, als jemand, der da mal war auf dieser Seite, es muss auch Leute geben, die Falschparker aufschreiben. Hier. Weil sie manchmal extrem falsch parken. Ganz kurz, können wir es kurz zeigen, Regie, das ist es, in Schweden war es. In dieser Stadt kann man Falschparker per App melden und selbst kassieren. Das ist ja noch krasser als Gamification quasi. Ein falsch geparktes Auto sehen, kurz ein bisschen auf dem Handy tippen, später kommt das Geld. Ja, aber wie viel Geld? Ja, keine Cent oder kriege ich die kompletten, was kostet das? 60 Euro. Aber wisst ihr was? Das ist brillant. Das ist schon krass. Das ist brillant. Nein, hör mir zu. Du fährst zur Arbeit, nach Hause, zum Arzt, wo auch immer hin, findest keinen Parkplatz. Du parkst und du weißt, du stehst im Halteverbot. Du schreibst dich selber auf und bekommst einen Teil des Geldes zurück. Weshalb? Du weißt, du wirst eh aufgeschrieben. Genial. Aber wenn du das selber machst, bekommst du vielleicht 30% der Kohle, zahlst weniger. Ich bin mir absolut sicher, dass sie diese Eventualität in ihr Pricing mit einbauen. Aber wie denn? Dann lässt halt deine Frau oder Freundin machen. Also, hä? Naja, das ist schon nicht so doof, oder? Naja, dann wird die Strafe entsprechend so hoch sein, dass es trotzdem immer noch einen Benefit dafür gibt. Also, weißt du, was ich meine? Nein, ich frage mich auch, gilt das nur für den Erstmelder? Halt den Vollpreis. Also angenommen, ja, muss ja. Ja gut, ne? Aber wenn der Vollpreis trotzdem schon beschissen ist, muss ja nicht 100 Mal für dasselbe Vergehen belangt werden. Ich denke halt nicht, dass man dafür viel Geld kriegt. Ich glaube, du kriegst da 30 Cent oder so. Weißt du, was ich so glaube? Das ist wie Pokémon Go, das ist dasselbe. Ja. Du siehst irgendwann so Massen an Leuten, die auf der Suche sind nach Falschparken. Und es geht auch gar nicht mehr, es geht irgendwann gar nicht mehr ums Falschparken. Es geht um den Sammeltrieb, um dieses menschliche Bedürfnis. Ja. Bongo Karl! So. Ja, und dann siehst du da die ganzen, oh, da hinten ist einer, und dann rennen sie alle hin. Ich habe Essen wie auf dem Fahrradweg. Yeah! Yeah. Was hast du? Oh, ich hatte heute 3 Vans im Fahrverbot und ein LKW, der stand viel zu lang beim Ausladen. Ja, du kannst das ja auch noch weitermachen. Du kannst es dann auf Leute, die Müll auf die Straße werfen, über Rot gehen. Dann sind wir alle Polizisten. Du kannst das ja noch weiterdenken. Also, die Vergehen gibt's ja viele. Und wenn einfach alle ein bisschen mithelfen, die Straßen sauber zu halten, ja, das Denunziantentum bis an die Spitze treiben. Ja, aber das ist doch genau das. So, ich definiere Denunziantentum. Leute, die auf der anderen Seite stehen, nennen die anderen Denunzianten. Und die auf der Seite stehen, nennen die anderen. Und dann bist du wieder in einer polarisierten Gesellschaft. Nee, du hast ja ganz klare Regeln. Es macht keinen Sinn. Ganz klare Regeln. Zu dem Pendant müsstest du, wie bei Subreddit, Upvote und Downvote irgendwie reinbringen, hast eine Karma-App. Die kannst du nur Leuten vergeben. Also das wäre dann ein Pendant dazu. Ja, aber du hältst dich gern raus, Budi. Aber ich halte dich überhaupt nicht. Ich will nur verdeutlichen, ja, die Menschen sind nicht nur zweidimensional, gut oder böse oder sonstiges, sondern es gibt eine Tiefe dahinter. So, das will ich einfach sagen. Und es ist einfach zu einfach. Du wolltest die Kinder abholen. Du hast nur kurz drüben geparkt. Du bist noch nicht mal um die Ecke. Schon steht der Typ 30 da Cent. Und sagt, geil, Herr Buddymann, da kriege ich den VIP-Extra-Bonus. 200 Punkte mehr, dadurch bin ich endlich Bongo Karl, habe ich endlich geschlagen. Ja. Und du sagst, du nickst nur so. Hm. Und dann läuft er nach Hause. Ich find den mega kacke, auf jeden Fall. Okay, ich wollte nur mal eine echte Meinung machen. Ich habe heute Morgen Verkehrswacht gehabt. Ich habe zweimal im Monat habe ich Verkehrswacht. Da habe ich so eine orangene Weste an. Ja, das ist jetzt ein Scherz. Nein, habe ich auch schon mal erzählt, du vergisst nur mal alles. Also, ich stehe an der Kreuzung. Das ist jetzt auch nicht so spannend gemeint, wie es rüberkam. So, Entschuldigung. Hat er eh gleich vergessen. So, Verkehrswacht. So, und ich habe ein paar Beobachtungen gemacht. Also, sobald du so eine Weste an hast, begegnen dir Menschen anders. Was ist denn Verkehrswacht? Mann, es gibt eine Kreuzung bei uns auf dem Schulweg, da gab es schon mal einen Todesfall. Das heißt, die Elternschaft hat sich einfach organisiert und jeden Morgen von 7.30 Uhr bis 8 Uhr stehen verschiedene Eltern. Das ist einfach selbst organisiert, weil es einfach mal einen Todesfall da gab. Das heißt, vier Leute, heute waren wir zu dritt, so wie es halt passt, so stehen die Leute mit einer Weste da und machen einfach eine halbe Stunde einfach nur Dienst. Also, Dienst klingt auch schon wieder zu förmlich. Also du stehst halt auf der, also stehst du an der Straße einer Ecke und den Kindern rüber. Check einfach nur morgens, genau. Oder stehst du noch rauchend da, viele Autos heute. Nee, ich gehe schon sozusagen, ich stehe dann schon auf der Straße vor den Autos und check halt einfach und pfeife auch Kinder zurück, wenn die noch rüber wollen oder halt Erwachsene. Ist doch gut, ist doch voll die gute Sache. Es gab ein paar Felder so, da merkst du richtig, also mir ist mal eine Frau hinten die Waden tatsächlich gefahren, also ganz sachte, und dann habe ich mich nur umgedreht und ich habe einfach gesehen, die Frau hatte auf jeden Fall
was auch immer, die hat richtig Stress und sie hat gerade auf mich projiziert, weil ich ihren Arbeitsweg, whatever. Moment, die ist dir extra in die Wade gefahren? Die ist mir, die ist ganz langsam, also die ist so nah rangefahren, dass sie mich an der Wade. Naja, manche Leute denken, das wäre irgendwie, das wäre way to go. Wie du so, jemandem sagst, du stehst vor meinem Auto, geh bitte weg, einfach dranfahren. Nee, es ist so ein Kontrollding. Sobald du, also ne, es gibt Leute, die sehen diese Weste illegal. Und die finden es einfach schon per se scheiße, weil ihr Arbeitsweg, also sie können doch selber noch irgendwie, ich brauche keine Hilfe, um diese Ampel zu überqueren, so ungefähr. Also, und wie komme ich drauf? Ich habe vergessen, warum ich drauf komme. Okay. Faden verloren, Entschuldigung, tut mir leid. Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm, ja, aber ich finde es interessant. Simon hatte ja gemeint, er wollte von dir. Genau, ich wollte von dir eine Meinung zu dem haben. Thema. Und ich glaube, du wolltest jetzt Thema. Achso, Entschuldigung. In dem Thema. Nee, aber was ich findest es auch nicht geil, aber du findest es von situationsabhängig. Exakt. Und das ist ja das Ding. Genau, ich würde wahrscheinlich bei der Frau hätte ich jetzt auch irgendwas aufschreiben können, zum Beispiel. So, habe ich aber jetzt nicht gemacht. Ah, ich weiß nicht, ob es dafür dann auf Checkpoint gibt für Waden. Wärmen. Nein, also. Aber das will ich mir damit sagen. Wo fängt's an? Wo ist das ja, dann quasi? Ab wann ist das? Sorry, aber wenn du mit jemandem, wenn du das Auto nimmst als Machtverstärkung und jemandem, einem Fußgänger irgendwie drohst und den, und das, sorry, aber das, wir reden jetzt ja nicht von 20 Zentimeter über einen Kannstein geparkt, sondern das ist assi. Also das ist das, ja, hat, das, das war, hat was das von war, diesem das war richtig assi, die, ja. Dieser LKW, der da die Klimakleber oder so, ne? Ja. Wo du das Gefühl hast, okay, wenn du das als Waffe nutzt, im Grunde genommen, jemandem zu drohen, ey, die Geste ist ja, ich fahr dich um. Die Geste ist Dominanz. Ja, so von wegen so, ja, ich, ja das ey, ist okay. Einfach Körper. Dann gehörst du nicht ins Auto, dann kannst du nicht mit dem Auto umgehen. Es war ein extremes Beispiel. Es war ein Auto. Ja, ja. Ich dachte ein Fahrrad. Nee, ein Auto. Ja, mit dem Fahrrad. Ich auf der Straße. Ja, Moment, die ist mit dem Auto an deine Wade. Ja, ja. Ja, aber wundert euch das nicht. Das aber es ist ganz einmal normal, passiert. Das in machen fünf die doch Jahren immer, wenn sowas. Sie das Gefühl haben, ja. Du sollst da jetzt weg. Dann fahren die so langsam ran und denken, dass du dann weggehst. Aber die meistens hatte, führt das zum Gegenteil. Die hatte ganz andere Probleme. So. Aber das meine ich. Ne? Also, es ist halt situativ. In dem Fall ist es natürlich auch. Also, ey, Buddy, vielleicht hat die gedacht, dass du ein Klimakleber bist. Hm? Ja. Mit seinen Kindern. Die war so zugeballert von den Nachrichten, dass sie jetzt sie dachte, okay, jetzt habe ich auch die Situation. Und die war schon so aufgeladen, weil sie sich eine Meinung gebildet hat. Und diese scheiß Klimakleber. Und ja, endlich hat der LKW-Fahrer den mal richtig gezeigt, wo der Hammer hängt. Oh geil, jetzt kann ich endlich auch mal. Wer weiß, who knows. Die Frau hatte auf jeden Fall sichtlich, ich habe mich dann umgedreht und ihr auch einfach so, ne? Und die hatte einfach, warum auch immer, die war richtig aggro. Ich glaube nicht, dass ich der Auslöser war für ihr Aggrotum, aber ich war dann halt, in dem Fall haben sich dann gut, aber ich hatte mein Tweet gelesen. Kann sein, ja. Eben noch wahrscheinlich Tweet im Auto im Tweet gelesen. Den nächsten, den ich sehe, fahre ich um. So. Ey, aber ne, das Leute in ihren Autos, das ist eine ganz andere Situation. Leute in ihren Autos fühlen sich einfach sicher. Und ich bin da schuldig. Und gleichzeitig, wie bitte? Ich bin schuldig, weil ich bin ein aggressiver Autofahrer. Das kann ich auch bestätigen. Ja. Aber es reduziert sich auf das Auto und das finde ich gut. Und pass auf, ich versuche da jetzt eine Änderung. ich versuche da momentan ganz wirklich, also jetzt ohne Spaß, versuche ich ein bisschen was zu ändern. Habt ihr Lanz versus Brecht gehört? Nee, hör ich schon lange nicht mehr. Okay, da war eine letzte Ausgabe, Lanz hat irgendwie erzählt, dass er mit irgendjemandem wie immer geredet hat, der ihm irgendwas Kluges gesagt hat. Und er meint ja so, ja, wenn man im Auto halt aggressiv ist und jemanden sozusagen anhubt und schimpft und weiß ich nicht so, dass man die andere Person so sehr damit stresst und diesen Stress nimmt diese Person mit nach Hause und gibt es dort weiter an. Weil meistens sind es dann die Frauen und die Kinder, weil die Nächsten sind, die dann in Kontakt kommen. Und dass er versucht, nicht mehr diese negative Energie sozusagen zu kreieren für andere Menschen. So, was ja erstmal löblich ist. So, was ja aber auch, ich gehe ja auch nicht ins Auto, ich setze mich ja nicht ins Auto und sage, mal gucken, wen ich heute erwische, sondern das sind ja so Sachen, die aus einem rauskommen. Aber ich habe jetzt Folgendes gemacht, weil ich wirklich versuche, daran zu arbeiten, weil mir das auch schon häufig passiert ist mit Kindern im Auto, dass ich mein Temperament nicht immer im Griff habe. Und mir das unangenehm ist vor den Kindern. Und jetzt habe ich Folgendes, versuche ich jetzt. Und zwar, dass ich immer 5 Minuten mir mehr Fahrtweg gebe. Weil bei mir ist es auch oft so, dass ich habe früher immer sehr tight alles dass du eh schon zu getimed, sodass ich genau weiß, okay, du kannst ja durch Google Maps, kannst du mittlerweile genau sehen, weiß ich nicht, ich bin in 30 Minuten da.
Und wenn ich um Viertel vor den Termin habe, weiß ich genau, wenn ich um Viertel nach fahre, bin ich Punkt da. Und jetzt ein bisschen früher, so dass wenn dann irgendwo mal einer vor mir langsam fährt oder ausparkt für eine Stunde oder irgendeine andere Scheiße macht, dass ich mehr innerliche Ruhe habe, weil ich mir mehr Toleranzzeit gegeben habe. Und ich habe das heute tatsächlich versucht und auch gestern schon. Und ich versuche jetzt entspannter, ich gebe auch nicht mehr so viel Gas, ich versuche nicht mehr das Optimum an Zeit und Geschwindigkeit und Erlaubten und so, sondern so ein bisschen entspannter. Ich gucke mehr links und rechts raus, gucke mir die Landschaft an und ich versuche so irgendwie, ich kann es nicht erklären, und es ist mir heute aufgefallen, ich bin glücklicher Auto gefahren. Ich bin wirklich ein bisschen, es hat mir ein bisschen mehr Entspannung. Es gibt immer noch Situationen, wo ich dann, wo ich merke, okay, es kommt, aber es ist weniger geworden. Einfach nur, weil ich mir ein bisschen mehr Zeit gebe. Ja, aber das finde ich erstmal super. Finde ich richtig löblich. Aber es zeigt ja auch genau, wo die Ursache ist, nämlich, dass man sich selber in eine Drucksituation bringt und dann von dem Umfeld um einen herum erwartet, dass man, ah ja, stimmt, der hat ja Stress und so, aber das ist halt ein öffentlicher Raum, oder können tausend Sachen passieren, die muss man einkalkulieren, und in dem Moment, wo du im Zeitdruck dich da reinbewegst, hast du die Antwort schon. Find ich sehr gut. Es ist wie gesagt, es fängt gerade erst an, also die Transformation ist da sicher noch nicht abgeschlossen. Bleib dran. Ja, aber ich merke, dass mir es war wirklich strange, weil ich bin wirklich, ich bin so aggressiv im Auto, ich hasse so viel im Auto. Es ist nicht mehr normal. Es ist nicht mehr normal, und ich fühle mich auch von allem angegriffen im Auto. Also da braucht nur einer Kinder über die Straße lassen. Irgendwas. In der orangefarbenen Weste. Irgend so eine. Es ist wirklich. Nein, aber ich denke so dann immer so, das ist ein persönlicher, wenn einer irgendwie Scheiße fährt oder irgendwie ein dummes Manöver macht oder so. Ich beziehe das direkt auf mich und finde das so unverschämt. Und dann bin ich so richtig in so einem und ich versuche jetzt so ein bisschen zu sagen, so, lassen Sie sich Zeit beim, es ist doch nur Zeit, wir leben auf diesem unsagbar schönen Planeten. Was haben Sie mit Eddie gemacht? Wenn du das jetzt auch noch irgendwann eines Tages... Halt die Fresse, Budi, jetzt geh mir nicht auf den Sack mit. Ja, komm, jetzt halt mal's Maul. Aber ich kann das nur bestätigen. Ich war froh, als ich kein Auto mehr hatte, und ich habe, glaube ich, die schlimmsten Wutausbrüche im Auto gehabt. Das Schönste war, als ich noch den alten Golf hatte, den kennt ihr, glaube ich, gar nicht, Automatik-Golf, mein erstes Auto, Silber, schimmelnde Tür rechts, einfach wirklich ein Drecksauto. Und bist du sicher, dass es dein Frankfurt Auto war? Wo fahren, damals gab es noch kein GPS. Moment, und ich habe voller Wut auf die Hupe gehauen, also auf den Lenker, und irgendwie ist die Hupe innen drin kaputt gegangen und hat ab dann immer gehupt, wenn ich links gefahren bin. Oh. Aber wirklich, Alter, Simon, ey. Also so eine Simon-Story, ey. Das darf nicht wahr sein. Ich wusste nicht, ob ich das heute gefahren bin. Es war immer so, ich konnte es nicht wegfahren. Immer so exakt so war es. Also, und ich war froh, als ich das Auto los war und alle Autos, weil, wie gesagt, die heftigsten Wutanfälle früher hatte ich echt im Auto. Und immer so Verfahren, Zeit, gar nicht unbedingt andere Leute, sondern nur so, oh, scheiße, wo geht's hier lang? Warum kann ich da nicht lang? So, ne? Diese Verzweiflung. Man kommt sich so dumm vor. Das, es ist eigentlich Hass auf einen selbst, dass man so dumm ist, dass man diese Arbeit, die jeder kann Auto fahren, nur man selbst kriegt's nicht hin. Und das überträgt man dann natürlich auf alles außerhalb des Autos, weil die müssen schuld sein. Ich diese Vorstellung einfach. Das Problem ist 100% so gewesen. Aber das Problem ist ja auch, du bist ja auch immer so ein bisschen Spielball von anderen. Ne? Also du kannst ja zwar dein Verhalten beeinflussen, aber du kannst nicht so sehr, und sind wir ehrlich, ich bin ja jetzt nicht der einzige Mensch, der aggressiv im Auto ist, sondern wir sind viele. Und das ist ja das Schlimme, wenn die dann auch noch aufeinandertreffen. Aber du merkst natürlich auch, ich krieg das ja immer mit, wenn Autos von hinten drängeln, oder du merkst ja irgendwie auf komische Art und Weise, wenn einer genervt ist, auch von dir, kann man einen das ja übers Auto fahren, wie du fährst, wie nah du dran fährst, wie schnell und so weiter. Das kann dir ja auch jemand auf eine gewisse Art und Weise vermitteln, und das ist wie so eine eigene Sprache, die auf der Straße herrscht schon fast, wie so eine eigene Kommunikationsform. Aber ja, hab ich beim Fahrradfahren ziemlich häufig. Also ich fahre gern auch ein bisschen schneller, und ich überhole auch gerne mal ein bisschen enger. Und gerade wenn vor mir dann irgendwo, also auch Fußgänger manchmal. Mit Fahrrad meinst du jetzt, ne? Ja, mit dem Fahrrad. Und ich erlebe das schon auch sehr häufig, dass Fahrradfahrer mich, glaube ich, richtig scheiße finden. Also tatsächlich so,
andere Fahrradfahrer, die dich ja, weil ich, manchmal Fahrrad dann doch auch sehr knapp überhole oder ja, auch mal so ein bisschen Slalom fahre und so. Und also wenn ich meine Verkehrswacht dann ausziehe, weil im Westen, dann fahre ich halt, also ich glaube, also im Straßenverkehr bin ich jetzt nicht so der entspannteste Fahrradfahrer tatsächlich. Aber ich habe, ne, das meine ich damit. Also ich, aber ich bin dann der Typ, der sehr rücksichtslos Fahrrad fährt und andere am Fahrradlenker aber dann aggressiv werden. Weißt du, was ich meine? Aber dadurch, dass ich den E-Fahrrad teilweise habe, kann ich ja einfach weiterfahren. Die Leute, die dann wütend auf mich sind. Ja, ja, so ich kann's mal weiter. Es ist schon auch ein bisschen assig, aber ich mag es auch ein bisschen, ehrlich gesagt. Ja, das ist so lustig. Es gibt immer mehr so, jetzt so neue Schichten. Früher war es Autofahrer, Fahrradfahrer, Fußgänger. Die haben ihre unterschiedlichen Beziehungen zueinander. Jetzt musst du schon das E-Fahrrad noch dazwischen setzen. Zwischen Auto und Fahrrad kommt noch das E-Fahrrad. Dann kommt Abo. Wie ein neuer Dialekt diese in Urban, der Straßensprache. Ja, diese Urban Arrows hier, diese komischen Kastenradler, ja, die auch noch mal mehr Platz wegnehmen. Wie ist das, wenn ihr ein Fahrradfahrer, die haben natürlich das Recht dazu, ne? Aber wie ist das, wenn da ein Fahrradweg ausgezeichnet ist und die fahren auf der Straße? Wie findet ihr das cool? Oder, also ist es in Ordnung? Mega, ich finde das mega cool. Oder regt euch das auf? Das Ding ist, es gibt, ich habe mich da mal schlau gemacht, es gibt, auch wenn es gibt zum Beispiel hier an der, vor der Max-Brauer-Allee da am Schlumpti, der Teil, da ist ein Fahrradweg und die Leute fahren trotzdem auf der zweispurigen Straße, weil der Fahrradweg aber fairerweise auch nicht so geil ist. Mhm. Aber die haben tatsächlich das Recht, das ist manchmal ausgewiesen. Es gibt Fahrradwege, da steht, du musst als Fahrradfahrer den Fahrradweg nehmen. Und es gibt Fahrradwege, wo es quasi ist, du kannst den Fahrradweg nehmen. Also rein rechtlich gesehen muss man immer gucken. Das ist aber dann nochmal eine andere Argumentation. Prinzipiell nervt es mich schon, weil die Städte sind enorm mittlerweile umgebaut und auch in vielen Teilen, zumindest die Großstädte und in den Innenstädten, auf Fahrradfahrer zugeschnitten. Ja, also da ist, finde ich, schon viel passiert in den letzten Jahren. Und ich feiere das. Also ich persönlich feiere das. Ja, aber dann ärgert es mich auch, wenn das nicht wahrgenommen wird in einer gewissen Weise. Aber man kann es nicht jetzt allgemein sagen. Ich würde es wirklich von Fall zu Fall sagen. Ich habe das Gefühl, auch da gibt es manchmal Fahrradfahrer, die so ganz bewusst sagen, ich fahre jetzt hier Fahrrad, nicht mein Problem, wenn ihr im Auto seid und guckt ihr doch, wie ihr an mir vorbeikommt. So eine Attitüde nimmt man schon auch wahr, finde ich. Ich hab das neulich auch gehabt und das denke ich jedes Mal. Es gibt die FahrradfahrerInnen, die ist egal, ne? Die wollen einfach in der Mitte der Straße fahren und die wollen, dass du langsamer bist. Also die gibt's ja auch. Das fuckt mich dann auch ab. Und wenn ich aber selber Fahrrad fahre, ich versuche immer auf den Fahrradwegen zu gehen, aber wenn eine Baustelle ist, dann fahre ich auch auf der Straße. Ja gut, wenn es nicht geht, dann geht's ja nicht. Aber ne, meine Maxim ist dann so, das, was ich nicht will, was man mir antut, das füge ich auch keinem anderen zu. Also deswegen, wenn ich dann fahre, dann fahre ich das. Wenn aber trotzdem mal Fahrradfahrer dann auch wirklich so ganz extra, so Attitüde extra raushängen lassen, so von wegen, nee, Auto, ich, ist meine Straße, dann fuck mich das auch ab. Dann denke ich mir auch nur so, Diggi, das ist wirklich Quatsch. Also fahr rechts rüber, dann kann ich überholen. Mach jetzt kein Machtspiel. So, das ist das, was mich dann nervt. Ich habe eine Geschichte, die alles zusammenfasst, was hier gesprochen wird. Ich hasse nämlich Autos und Fahrradfahrer. bei mir ist eine Baustelle direkt vor der Wohnung seit 2 Jahren. Wir haben eine riesen dreispurige Straße, die ist dadurch reduziert auf, weiß ich nicht, 1,5. Und die Fahrradfahrer sollen auf der Straße fahren. Wird extra gesagt. Schilder machen es deutlich. Und trotzdem fahren sie alle immer den Fußgängerweg, der halt nur für Fußgänger und Hundeleute wie mich gedacht ist, wo sie mittlerweile 3 Schilder auf einem Weg von 25 Metern 3 Schilder aufgestellt haben, nur mit halt dieses Blaue mit der Frau und dem Kind, wo man sagt, okay, es sind Personen, kein Fahrrad anwesend, darf ich nicht fahren. Interessiert null, null Leute. Ich guck die schon immer fuchsig und böse an, wenn die dann an mir vorbeifahren, weil der Weg ist so. Und du musst an dieser Absperrung dann so stehen, an dieser Bauabsperrung, bis die an die vorbeifahren. Und dann kommen auch noch diese Schweine mit ihren riesigen, weiß ich nicht, linksgrün subventionierten Tankern. Diese Tankerfahrraddinger. Nimm diese linksgrün raus, das ist Quatsch. Nein, ich meine, weil das doch von denen reingemacht wurde. Die haben doch diese Subvention gegeben. Die haben doch irgendwie reingeschrieben, dass du da so und so viel. Da kommt's halt her, mein Gott. Du musst nicht bei allem politisch sofort irgendwie Schnappatmung kriegen. Ja, okay, verstehe ich. So, und das Beste an der Situation war, als wir uns ein Uber bestellt haben. Und ihr müsst euch so vorstellen, da kommt eins von diesen großen, das war in dem Fall so ein Volt, Lastkraft vorne mit so einem riesigen Ding noch, ne? So eins von diesen Fahrrädern, was eigentlich mehr ist wie. Also, Volt ist ein Essenslieferant. Volt ist ein Essenslieferant, die haben dann vorne, manche von denen haben vorne noch so diese großen Geschichten, ne? Und was ich sagen will, ist,
dieses Ding, dieses große Ding fährt parallel zu dem Auto und da kommt unser Uber und wir denken, ah, okay, der kommt. Und der Uber hält an, will natürlich so ranfahren, direkt bei uns, sieht aber diesen Voltfahrer nicht, der quasi dann auch parallel immer mehr auf Richtung des Bürgersteiges auf uns beide zufuhr. Das heißt, der Uber wollte zu uns fahren, weil er uns abholen wollte. Und der Voltfahrer wurde mehr oder weniger auf direkt Konfrontationskurs mit uns geschickt. Und das alles innerhalb weniger Sekunden. Und da habe ich mich heroisch, ohne nachzudenken, vor meine Frau gestellt. Um sie wie eine massive Shit-Brick-Wall zu dämmen. Da waren wir noch nicht verheiratet, aber da habe ich entschieden, da ist der, obwohl ihr nicht verheiratet wart. Genau, aber das war der Moment, das war tatsächlich der Moment, wo ich entschieden habe, fuck, wahrscheinlich müssen wir heiraten. Weil, also, wenn ich bereit bin, diesen schweren Schaden aufzunehmen, das ist ein Zeichen. Viel schlimmer, also viel mehr kann da nicht mehr kommen, würde ich sagen. Hast du den Waltfahrer gewallt, quasi? Nee, tatsächlich, wir haben es geschafft. Wir sind nicht gestorben. Ja, offensichtlich seid ihr das nicht, ja. Aber so also für den Waltfahrer war es doof. Eine sehr romantische Geschichte. Aber egal, andere Geschichte, er lebt noch. Alter, ey. Nein, Crash, der ist auch nicht. Oder was, aber es, ja, gut. Alles gut. Aber das war, was ich damit meine, ist, manchmal muss der Fahrradfahrer auf den Bürgersteig fahren und der Autofahrer. Aber denkt immer dran, als Schlusswort. Es gibt diese Momente. Als Schlusswort, denkt immer daran, jeder Autofahrer ist mal ein Fahrradfahrer und jeder Fahrradfahrer ist mal ein Fußgänger. Und jeder Fußgänger ist mal eine Möwe. So. Und deshalb sollte jede Möwe ist vielleicht auch mal Supporters Club. Ja, und wie deshalb. Wie viele Möwen haben wir denn? Mann, Frau. Na gut, in Hamburg, wir haben eine, ja, ne? Wir haben eine Möwe in Hamburg. Wo noch? Wir hatten noch eine Möwe irgendwo. Flensburg war eine halbe Möwe. Ja, Flensburg, Berlin, die halbe. Möwe. Ja, die habe ich gar nicht mit reingezählt. Die Flensburger Halbmöwe. aber die hat keine Flügel. Das ist halt, ganz kurz, um das zu erklären. Flensburger halt. Ja. Das ist halt, weil du kannst ja so eine Möwe entweder senkrecht oder waagerecht teilen. Aber diese Möwe hat halt lediglich keine Flügel, was aber vom Gesamtvolumen ungefähr die Hälfte des Tieres ausmacht. Und die ist so ein bisschen auch stadtbekannt, weil diese Möwe halt als einzige Möwe nicht fliegen kann. Ja. Und deswegen muss die immer zu Fuß gehen. Ich würde sagen, die sollte ein Movement starten. Ja, hat sie ja, indem sie in den Supporters Club gegangen ist. Ja. Also es ist auch keine Ausrede, falls ihr keine Flügel habt. In diesem Sinne unterstützt dieses tolle Format Almost Daily. Ich weiß, ihr wundert euch, weil ich mich abmoderiere, weil da seit einer halben Stunde 21 Minuten nicht steht. Lang nicht mehr. Achso, das war Staffelfinale. Das war ne? Echt, das bewegt sich. Das war wieder Staffelfinale. Ja, genau, also bis wieder nächste Woche, dann wieder Staffel anfangen. Bis nächste Woche, oder was? Ja, yeah, bis nächste Woche, Leute. Ey, haut rein und baut keine Scheiße. Seid nett einfach. Seid einfach normal. Ey, ganz ehrlich, ist alles nicht so schwer. Das ist unscheiß, einfach ein bisschen normal. Heute normaler Mensch. Es ist vollkommen okay, Dritter in der Pets-App zu sein. Ja. Die Pets App. Hinter Bongo Karl und dem Anzeigenhauptmeister. Die Pets App. Heißt die so? Tschüss. Tschüss.